Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist der dritte Abend vom Politischen Labor. Politischen Labor möchte gerne im Großen und Ganzen das Handwerkszeug unserer Demokratie so ein Stück weit zeigen. Pauline wird auch mit dabei sein, sie macht zum Beispiel einen Abend mit politischen Aktionen. Und am Ende gibt es das Labor, wo wo wir eben laborieren, wo wir dann uns treffen können und gucken, ob wir politisch arbeiten wollen oder also das Gelernte, was hier alles aufgenommen wurde, obwohl jeden Abend andere Leute da sind, das ist auch schön, gibt es eben diesen Termin, wo sich Menschen mit Unzufriedenheiten treffen können und loslegen im Großen und Ganzen und schon ein kleines Netzwerk vorfinden. Wir haben angefangen mit den Themen, die einen selbst betreffen, deswegen der heutige Abend, das heißt, heute Abend geht es um die Freiheit. Der Filmabend geht in die gleiche Schiene in irgendeiner Form, dass man um eine Bewusstmachung der Probleme und so weiter und so fort. Ja, danke, dass ich hier im Freiraum im Endeffekt einen Abend gestalten kann. Und ja, ein Steckenpferd von mir ist sozusagen das Thema Freiheit, mich schon sehr lange begleitet, ich mir schon sehr lange überlegt habe, okay, was bedeutet das? Was bedeutet das erstmal für mich? Was bedeutet das für meine Umgebung und wie gehe ich mit denen um? Ganz kurz zu mir. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler, der sich gerade ein paar Jahre Auszeit nimmt, um eine elektronische Komplementärwährung dass die halt ermöglicht wird, dass die wirklich genutzt werden kann. Also nicht einfach so ein Bitcoin, sondern da geht es noch ein bisschen mehr, weil es geht noch um Grundeinkommen und andere Währungssystematiken und. Aber das ist heute nicht Abend, sondern das ist sozusagen nur mal der Rahmen. Und ich werde das heute auch wieder aufnehmen. Das heißt, ich werde so, weiß nicht, 20, 30 Minuten euch ein bisschen meine Vorstellung, was ich mit Freiheit verbinde, was ich unter diesem Wort an sich erstmal verstehe, so ein bisschen sagen. Und dann möchte ich vor allem mit euch in Dialog kommen. Und gerade der Dialog ist für mich auch wichtig, sozusagen sowas auch online zu stellen, zu sehen, okay, Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sich damit beschäftigen oder überhaupt erstmal die Fragen, die da kommen oder die Kritik, die kommt vor allen Dingen. Weil ihr werdet nachher gleich feststellen, wenn ich auf den Freiheitsbegriff abhebe, ich sehe das sehr absolut. Für mich ist Freiheit nicht trennbar, also nicht aufteilbar, nicht splittbar, sondern es gibt nur eine Freiheit. Es gibt auch eigentlich das Konzept davon, eine Mehrheit zu bilden, ist unsinnig, weil entweder ich bin frei oder ich bin unfrei. Und damit bin ich im Endeffekt jetzt auch schon gleich direkt in das Thema rein. Weil für mich habe ich immer überlegt, okay, was bedeutet es tatsächlich, frei zu sein? Wann fühle ich mich frei? Wann bin ich frei? Und das Erste, was mir da so begegnet ist, sind so dieses im Rahmen politischen positive, negative Freiheit. Da wird im Endeffekt von Freiheitsrechten auf der einen Seite gesprochen, so Thema Grundgesetz, Meinungsfreiheit, Redefreiheit und so ein paar, also und da merkt man schon, da werden die Freiheiten schon separiert. Das heißt, da wird schon noch entschieden, okay, was darfst du nicht, aber wie ich dann immer weiter so im Versuch, das sozusagen nachzuvollziehen, war für mich einfach das Gefühl, okay, die Prämisse dabei ist, du bist unfrei und dann geben wir dir mal da ein Stückchen und da ein bisschen und da so, damit du letztlich kontrollierbar bleibst. Weil, wie gesagt, also dieser unten im Rahmen der äußeren Freiheit aus meiner Sicht in positive, negative Freiheit sind eigentlich immer Konzepte, die sind nur in spiegelbildlich zum Staat gedacht. Das heißt, entweder ich habe Möglichkeiten, Zugriffe des Staates abzuwehren, oder ich habe sozusagen die Erlaubnis bekommen, vom Staat eben draußen zu demonstrieren, die aber je nach Willkür oder je nach Bedürfnis sozusagen, Interessen oder was auch immer, man eben sagen kann, nee, an dem Tag darfst du nicht demonstrieren, an dem Ort darfst du nicht demonstrieren, zu der Zeit darfst du nicht demonstrieren, für das Thema darfst du nicht demonstrieren. Also im Endeffekt, Freiheit ist aus meiner Sicht ganz klar was anderes. Und deswegen ganz wichtig zu sehen, dass diese Freiheit auch für mich gefühlt innen beginnt. Weil es ist dann immer so ein Wechsel zwischen innere und äußere Freiheit. Das heißt erstmal, wenn ich mich im Kopf nicht mehr frei denken kann, sprich, ich habe moralische Gebote, mit denen ich so aufgewachsen bin, über die kann ich mich nicht mehr hinwegsetzen. Das heißt, die so verankert sind, dass ich sozusagen Schweißausbrüche bekomme oder sonst irgendwas, allein die Vorstellung, was wäre sowas? Man nimmt einen Apfel von irgendeinem Stand und es wäre sozusagen Diebstahl formal in unserer Welt, obwohl ich sozusagen irgendwie kurz vorm Verhungern bin. Und dann wäre die Frage, sind die inneren Schranken schon so stark, dass ich sozusagen nicht mal mehr in der Lage bin, obwohl ich Hunger habe, mir das, was ich brauche, zu besorgen, weil ich sozusagen gegen irgendeine Eigentumsvorstellung oder sowas verstößt.
Das heißt, da bin ich ganz schnell an den Punkten zu sagen, hier schränke ich die innere Freiheit sehr viel stärker ein, als sozusagen äußere Fesseln es je könnten. Ein schönes Beispiel dafür ist, je nachdem, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, wie das mit Elefanten funktioniert. Es gibt ja Arbeitselefanten und die haben ja immer dieses kleine Hanfseil sozusagen am Fuß, damit sie auch ja nicht vergessen, dass sie eingesperrt sind und dass sie ja sozusagen gehorchen müssen. Aber wenn man sich schon mal überlegt hat, also so ein Hanfseil kann doch keinen Elefanten halten. Also der würde einfach weglaufen. Und da ist sozusagen das Prägende, der Elefant wurde, als er klein war, sozusagen als junger Elefant, damit indoktriniert, dass ihm tatsächlich Stahlfesseln, Ketten angelegt worden, gegen die er sich gewehrt hat und gegen die er nicht angekommen ist. Und jetzt reicht sozusagen nur noch der Impuls der gefühlten Fessel am Fuß, obwohl er inzwischen viel größer, viel stärker geworden ist und ihn wahrscheinlich selbst so eine Stahlfessel nicht mehr halten könnte oder so eine Stahlkette. Reicht es aber, weil sozusagen die innere Fessel so aktiviert wurde, dass es sich darüber nicht mehr hinwegsetzt. Er setzt diese Grenze nicht mehr in Frage. Und ich denke, wir haben in unserer Gesellschaft heute trotz aller Offenheit immer noch sehr viele Ebenen, wo sofort Schluss gemacht wird. Also wo sozusagen sofort Scheuklappen oder halt irgendwelche Rollläden runtergehen und dann kann man darüber nicht mehr sprechen. Man kann das Thema nicht mehr ansprechen, man kann nicht darüber sprechen, wie wir leben wollen, weil bestimmte Sachen sind gesetzt. Größtes Thema aus meiner Sicht ist im Endeffekt das ganze Thema Demokratie. Was ist Demokratie? Was verstehen wir darunter? Das Einzige, wenn man über Demokratie aus meiner Sicht regelmäßig spricht, ist der Punkt zu sagen, ja, wir wollen mehr Demokratie im Sinne von Basisdemokratie. Aber ob dieses System Demokratie, auch wenn es in Basisdemokratien überführt wird, was das letztlich heißt, weil es ist dann immer noch inkludiert, Mehrheit entscheidet über Minderheit. Das heißt, es ist ja nicht angedacht, zum Beispiel Konsens einzuführen, weil Konsensentscheidungen würden generell, je nachdem in welcher Stufe und in welcher Qualität man das macht, gibt es die Möglichkeit sozusagen vollständigen Konsens. Das heißt, es darf keinerlei Widerspruch geben von allen Beteiligten, ansonsten wird es halt nicht gemacht. Oder wie auch immer das dann abläuft. Und dann ist natürlich ganz klar die Frage, auf Staatsebene ein Konsens, auf dem es keinerlei Widerspruch gibt, es müssen nicht alle zustimmen, aber es darf keiner mehr widersprechen. Und das ist natürlich utopisch, beziehungsweise wahrscheinlich eher illusorisch, weil die Frage ist aber auch, warum brauche ich das? Das heißt, was für Interessen, was für persönliche, da komme ich dann auch zum Thema Bedürfnisse für Menschen. Was ist im Endeffekt für meine Bedürfnisse, die ich tagtäglich brauche? Sei es Lebensmittel, sei es Wärme, sei es eine Unterkunft und sozusagen das, was für meine Lebenserhaltung notwendig ist, was davon muss ich mit 80 Millionen Menschen sozusagen auf einer Linie liegen? Die werde ich im Leben nie treffen, die werde ich im Leben nie einen Kontakt mit diesen Menschen haben, also dem Großteil davon. Das heißt, warum soll ich mit denen eine gemeinsame Meinungsbildung finden? Und das ist im Endeffekt das, auch wenn wir heute immer von Globalisierung sprechen und so weiter, ich muss auch mit den Chinesen sozusagen nicht auf einer Linie liegen. Weil ich habe den Händler, der Händler hat sozusagen seine Lieferanten und der Lieferanten hat vielleicht seinen Kontakt nach China und nur der Lieferant mit dem in China, der muss eine gemeinsame Basis finden, dass sie sich verstehen. Ich muss mich mit dem Chinesen nicht verstehen. Und das sind so alles die Sachen, wo für mich dieser Freiheitsaspekt schon sehr wichtig ist, überhaupt mal zu entscheiden, mit wem will ich eigentlich was zu tun haben. Das heißt, was interessiert es mich, wie andere Leute leben, solange sie mich in Ruhe lassen? Da ist sozusagen dann auch, für mich gibt es noch einen ganzen, ich weiß nicht, ob es Überbau ist, aber sozusagen, es gibt eine ganz einfache Ethik innerhalb der Freiheit. Und zwar, die braucht nur die Freiheit. Ich brauche sozusagen nicht dieses ganze kantische Imperativ, nicht Hobbes, der zum Beispiel der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, deswegen brauchen wir den Staat, um alle zu fesseln, damit wir ihnen dann sozusagen kontrollierte Freiheiten geben und so weiter. Es ist sehr viel einfacher zu sagen, Freiheit hört im Endeffekt für mich als Person da auf, wo deine Freiheit zum Beispiel beginnt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich auch da hinsetzen und so weiter, und dann ist die Frage, okay, wie kriegen wir das jetzt geregelt? Dass ich einen Sitzplatz habe und du einen Sitzplatz hast und so weiter. Und da ist im Endeffekt, dafür brauchen wir aber, zum Beispiel. Das Einfachste ist im Endeffekt, ich respektiere deine Freiheit und versuche nicht Zwang auf dich auszuüben, genauso wie umgekehrt. Und damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das heißt, sozusagen allein die Anerkenntnis des Freiheits jedes einzelnen Person, jedes einzelnen Menschen, von mir aus bis zu jedem Lebewesen, würde sozusagen dann schon ausreichen. Ich brauche da gar keine weiteren Kontrollen, wenn ich das im Endeffekt mache. Im Gegenteil, das Problem ist, sobald ich Kontrollen einführe, sobald ich im Endeffekt auf dieser Staatsebene rede mit Rechten und Gesetzen, zum Beispiel auch da finde ich sehr spannend, über das Thema Menschenrechte zu diskutieren. Was heißt das im Umkehrschluss? Machen Menschenrechte frei oder machen Menschenrechte unfrei? Wenn man sich die Geschichte anschaut, wann die entstanden sind nach dem Zweiten Weltkrieg, da war eine sehr starke Desillusionierung. Man dachte, man bräuchte diese Regeln, um im Endeffekt überhaupt miteinander vernünftig leben zu können.
Aber umgekehrt denke ich, es funktioniert nicht über Regeln. Wir funktionieren nicht darüber, dass wir mit Regeln vernünftig sind, sondern nur, wenn wir im Endeffekt hier oben im Kopf bereit sind, den anderen leben zu lassen. Weil das kann ich mit diesen Regeln nicht ausgleichen. Im Endeffekt die eigene Ethik sozusagen dahin zu bringen, jeder nach dem, was ihn sozusagen ausmacht, das ist für mich eigentlich das, wo aus meiner Sicht ganz viel Wachstum noch fehlt, ganz viel Entwicklung fehlt, ganz viel Zusammenkommen von Menschen kennenzulernen. Okay, ich bin mit dir zwar nicht einer Meinung und ich finde das, was du machst, scheiße oder deine Meinung oder sonst irgendwas, aber du lässt mich leben und ich lasse dich leben. Ganz einfach. Und ja, also hier möchte ich ganz gerne einfach mit euch in den Dialog kommen. Was sind eure Ansichten? Wo habe ich schon irgendwo einen Piekser gemacht, wo ich gesagt, nee, auf keinen Fall, so sehe ich das überhaupt nicht. Das kann man nicht so sehen und das ist nicht in Ordnung oder sonst irgendwas. Weil da, wo es sozusagen, nee, das passt nicht, da sind die interessanten Fragen, da sind die interessanten Konfliktpunkte und da ist es für mich eben auch spannend zu sehen, okay, wo steht jemand und was ist sozusagen für ihn der, der Rubikon, der sozusagen für ihn nicht überschritten werden darf. Wo ist eigentlich bei ihm Freiheit zu Ende, zumindest für den anderen? Aber für sich selbst die Freiheit in Anspruch nimmt, ist dann wieder eine andere Frage. Und ja, ist alles so still. Fragen? Also ich sehe das schon genauso, dass man nur frei ist, wenn man auch von anderen die Freiheit bekommt. Nur schwierig ist es dann halt, wenn jemand ganz anders denkt, weil er so aufgewachsen ist oder sonst was und sagt oder meint, er müsste irgendwie andere. Zum Beispiel ist ein Rechtsradikaler, der meint, er müsste Ausländern, auf die Fresse hauen, weil sie hier nichts verloren haben. So. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich lasse ihm seine Freiheit oder ich mache halt was dagegen. Und wenn ich was dagegen mache, dann verhalte ich mich ja gegen meinen eigenen... gegen meine eigene Vorstellung von Freiheit. Also ich würde ganz gerne das Thema immer kurz aufgreifen, weil das Spannende an der Stelle ist nämlich tatsächlich, wie argumentiere ich auf der einen Seite, dass ich sozusagen dann die Gewalt auf der einen Seite verhindere, aber vielleicht trotzdem Gewalt einsetze. Und da ist nämlich der Punkt also wenn ich das rein aus der Freiheitssicht argumentiere, dann ist es zwar die Sache auf der einen Perspektive, ich lasse ihm seine Freiheit zu tun, was er will, aber in dem Moment, wo er ja jemand anders Gewalt antut, verletzt er ja seine Freiheitsrahmen. Das heißt, er selber ist sozusagen nicht in diesem Freiheitsgebäude. Das heißt, er akzeptiert die Freiheit anderer Menschen nicht. Und da ist dann die Frage letztlich, inwieweit ich dann nicht um Gewalt einzusetzen oder das zu verhindern, sondern leicht wieder um den Schutzgedanken. Das heißt, die Freiheit des anderen zu schützen. Und dafür kann ich das sozusagen alles wieder im Rahmen bleiben. Also ich bleibe sozusagen im freiheitlichen Aspekt und sage, ja, aber der Ausländer oder der Fremde oder wer auch immer da zu uns kommt, was auch immer seine Gründe sind, aber deswegen sozusagen ihm Zwang anzutun, gibt es keine Option dafür. Also es gibt sozusagen kein Recht oder keine Basis, auf der ich letztlich Zwang auf andere legitimieren dürfte. Und damit kann ich letztlich da wieder auf Abwehr sagen, um die Freiheit zu schützen, darf ich natürlich auch Dinge tun. Dann ist aber die Frage in der eigenen Ethik. Welche Mittel sind wann legitim und wann bin ich bereit, sie einzusetzen? Und das ist letztlich das, was sehr spannend ist, weil es gibt keine absolute Regel dafür. Weil eben dadurch, dass ja eben bei jedem die Freiheit selber beginnt, heißt es auch, jeder muss seine eigenen Wertehierarchie sagen und sagen, okay, wie weit bin ich bereit zu gehen, um was zu schützen? Weil das, was wir zum Beispiel heute machen im Rahmen der Demokratie und Demokratieexport und sonst was da alles stattfindet, sozusagen mit welchen Mitteln welche Werte verteidigt werden sollen oder exportiert werden sollen oder sonst irgendwas, da ist für mich schon ganz klar überschritten zu sagen, damit lösche ich die Werte aus. Das heißt, diese ganze Argumentation wird hohl. Das heißt, wenn ich sozusagen proaktiv sage, ich sperre jetzt Menschen ein, weil ich sozusagen irgendetwas schützen möchte, angenommen zum Beispiel Guantanamo oder so weiter, wo letztlich überhaupt ohne irgendeine Basis Menschen Gewalt, Zwang und veränderte Freiheit beraubt wird, wäre die Frage, egal was ich tue, Freiheit hat damit nichts mehr zu tun, weil ich bewege mich jenseits jeglicher Freiheitsargumentation zu sagen, das kann ich keinem Menschen antun, egal wie viel Freiheit ich verteidigen will. Damit ist sozusagen Freiheit, also es ist nur noch eine leere Phrase, aber die wirkt nicht mehr. Yes. Ich wollte eigentlich was zu dem Freiheit und Freiheit komplett sagen, aber ich glaube, ich finde es wichtig zu betonen, dass Unfreiheit oder Herrschaft
halt viel mehr ist als nur ein Staat und wir uns, glaube ich, tatsächlich von sehr viel mehr Strukturen auch frei machen müssen, sowohl in den Beziehungen, die wir zu Menschen haben, als auch in uns selber, weil wir ja die Unterdrückungsmechanismen, die uns indoktriniert werden, also sprich Patriarchat, Rassismus, keine Ahnung, kapitalistische Leistungsvorstellungen etc., wir reproduzieren die ja auch immer wieder selber in unserem Umfeld. Das soll heißen, also es ist halt wichtig mitzusehen, dass ich bis zu einem gewissen Punkt auch immer unfrei bin, wenn andere Leute unfrei sind, weil ich diese auch unterdrücke. Und halt das größer zu denken als nur ein Staat. So. Da kann ich absolut zustimmen. Das war vielleicht noch vor 10 Jahren. Also es war ungefähr so ein paar Jahre nach der Wende. Da gab es viel Rechtsradikalismus in Ostdeutschland und es wurden viele umgebracht. Ich habe mich nicht getraut hinzugehen, obwohl ich wollte. Also ich habe mich richtig eingeschränkt gefühlt. Ich bin dann erst nach einer Zeit lang hin. Das hat Jahre, Jahre gedauert. Und es erinnert mich an diesen Satz von Bloch, der sagt, die Menschen haben keinen aufrechten Gang, weil die gesellschaftliche Lage schief liegt. Ich würde dir auch komplett zustimmen. Mich würde interessieren, wie das im Elementaren, also wenn es eine Ressourcenknappheit zum Beispiel gibt, wie es in solchen Situationen funktionieren kann. Und dann hatte ich noch was, aber jetzt habe ich den Gedanken. Erstmal die Frage. Also das Spannende ist im Endeffekt, wo tatsächlich überhaupt Ressourcenknappheit auftreten kann. Weil wenn ich im Endeffekt erstmal von den Grundbedürfnissen ausgehe... Ja, dann kann ich eine Technik, ganz sage ich mir da mal dazu. Also wenn ich eine Birnenplantage habe und behalte alle Birnen für mich und neben mir hat niemand etwas zu essen, dann tue ich dem ja nichts aktiv, sondern ich behalte ja nur das ein, was ich glaube, was ich von dem Land erwirtschaftet habe zum Beispiel. Das heißt, wie passt das, also ich, wie passt das in das Konstrukt, also das wäre so ein Konstrukt? Also im Endeffekt da greifst du natürlich ganz klar auf einen Punkt, den du voraussetzt, ist die Frage, wie viele Birnenbäume darfst du haben? Weil letztlich ist die Frage, auf welcher Grundlage von Freiheit kannst du im Endeffekt überhaupt Land in Besitz nehmen? Und das ist letztlich noch eine große, große Frage, auf der es letztlich keine gemeinsame Basis gibt innerhalb der Gesellschaft. Weil das eine ist, solange du den Birnenbaum sozusagen pflegst und ihn beschneidest und so weiter und so fort, da kann man sagen, okay, du unterstützt und du förderst sozusagen seine Fruchtbarkeit und so weiter und hast mehr Birnen davon. Die Frage ist letztlich nur dann, was bedeutet es, beziehungsweise was könnte überhaupt auch wieder dein Interesse sein, die Birnen für dich zu behalten? Weil außer, dass sie schlecht werden, dass sie vergammeln und dass sie kaputt gehen, wirst du ja nicht viel haben, außer du hast im Endeffekt andere Interessen, um mit diesen Birnen etwas anzustellen. Sei es, sie zu Geld zu machen und mit dem Geld dann wieder irgendwas anzustellen. Das heißt, wir kommen ganz schnell auf Sachen, wo es letztlich grundlegend darum geht, was ist Eigentum? In welchem Umfang soll Eigentum A erhalten bleiben? Weil erstmal Eigentum ist eine Konstruktion. Es ist im Endeffekt ein Rechtsbegriff, der letztlich ohne Staat und ohne diese ganzen Gewaltmechanismen letztlich überhaupt nicht durchsetzbar ist. Weil ansonsten würden wir ganz schnell zu einem viel niedrigeren Begriff zurückkommen, und das wäre erstmal Besitz. Das heißt, da kommt ja auch so dieser Aspekt, Land in Besitz nehmen, mit Arbeit verbinden. Aber dann ist immer noch die Frage, aus welchem Aspekt heraus sollte mir dann das Land, das ich dort sozusagen bearbeitet habe, gehören und nicht nur der Ertrag. Das heißt, da wo ich Arbeit rausstecke, bekomme ich das Arbeitsergebnis, aber noch nicht die Arbeitsquellen sozusagen, also das, was ich als Ressourcen benutzen darf, weil es gibt im Endeffekt keine Legitimation. Ich weiß, dass es diese Eigentums, natürlich, es gibt im Endeffekt diese Besitzungsargumentation, die sozusagen formal sagen,
ja, derjenige, der zuerst seine Flagge reingesteckt hat, im Zweifelsfall, wenn das halt sozusagen nicht anerkannt wird, naja, dann hat er halt noch einen Flug drüber geschoben und deswegen gehört ihm jetzt das Land. Was im Endeffekt kompletter Blödsinn ist. Weil es ist letztlich nur eine virtuelle Konstruktion eines Eigentumsbegriffs, den ich dann letztlich wieder sozusagen in irgendeiner Form durchsetzen will. Und da ist, die Frage ist, für mich ist eher so, wird es eher in die Richtung gehen, wieder das Thema der Allmende. Das heißt, das, was früher sehr viel stärker war, es war eine gemeinschaftliche Nutzung. Und da kam auch wieder das Thema Konsens, Absprachen und so weiter in die Richtung. Es ging nicht darum, sozusagen die Mehrheit entscheidet sozusagen die Minderheit, okay, euer Fluss wird jetzt ausgetrocknet, ja, seht zu, wie er zurechtkommt, das Wasser ist jedenfalls weg, weil wir machen das jetzt für die Landwirtschaft und ihr guckt dann in die Röhre. Weil das ist Mehrheitsentscheidung. Weil immer, je kleiner die Minderheit, desto schneller ist sie sozusagen ausgebotet und man setzt seine Interessen erstmal durch. Man ist halt die Frage, wie lange schafft man sozusagen in den Mehrheiten mitzuschwimmen. Und da ist letztlich der Punkt, wenn man diese ganze Konstruktion aufgibt und feststellt, okay, ich kann nicht gegen andere Menschen etwas machen. Und das heißt auch, es macht auch keinen Sinn, sozusagen im Eigentumsbegriff etwas zu haben, was letztlich bedeutet, dass es sozusagen einen Absolutheitsanspruch gibt. Es gibt bei den ANCAPs Versuche, sozusagen diesen Eigentumsbegriff dynamischer zu machen. Also die wollen dieses Eigentum, weil ihnen das wichtig ist, als Anarchokapitalisten, genau. Denen ist es im Endeffekt der Eigentumsbegriff wichtig, weil sie darauf sozusagen letztlich ihre Philosophie aufbauen. Das Entscheidende dabei ist, am Grundsatz ist, wie vehement sagen sie, dass das Eigentum ein gesetzter Begriff ist. Und in denen sind sozusagen die Bereiche gespalten. Die einen sagen, okay, nach Eigentum entspricht mit Arbeit verbunden, Besetzung ist sozusagen Grundlage für Eigentum. Aber es gibt auch Entwicklungen, wo sie sagen, okay, Eigentum ist nur solange es im Konsens anerkannt wird. Das heißt, solange wir uns sozusagen darauf einigen, dass eben diese Birnbäume dir gehören, solange bleiben sie dir. Aber letztlich wird es keinen absoluten Anspruch von Eigentum mehr geben. Weil letztlich, wenn man so ein absolutes Eigentumsanspruch immer zu Ende denkt, heißt es immer Leben oder Eigentum. Weil das hat im Endeffekt damals schon Proudhon also in seiner Schrift sozusagen gegen das Eigentum letztlich niedergeschrieben. Egal wie man zu Ende denkt, wenn Eigentum ein absoluter Begriff ist, wird es immer irgendwann Menschen kosten. Weil irgendwann ist die ganze Erde besetzt. Und der Neugeborene geht in die Sklaverei, weil er hat im Endeffekt keine Grundlage, in irgendeiner Form in der Natur sozusagen überleben zu finden. Und er muss sozusagen seine Haut zum Markt tragen. Und also er muss im Endeffekt, wenn er gelassen wird, irgendetwas arbeiten für andere, damit er in der Lage ist, im Endeffekt zu überleben. Und das ist ja eine Zivilisation, die wir heute schon haben. Von wegen, wer kommt ohne Erwerbsarbeit aus? Das Prinzip ist das Gleiche. Und deswegen, die Grundlage ist letztlich einfach nur, es braucht eine andere Vorstellung dazu, der Eigentumsbegriff soll überhaupt erhalten bleiben und wenn ja, zumindest auf irgendeine Konsensform zurückzuführen, die aber nicht dauerhaft und auch nicht für die Kinder gilt, sondern jedes Kind muss im Endeffekt, wenn es dann irgendwann in der Lage ist, sich zu äußern, wieder entscheiden zu sagen, akzeptiere ich, dass du 100 Birnbäume hast oder sage ich, die reichen auch 50 und ich will die anderen 50 haben. Und solange, die Frage ist halt dann, wie einigt man sich, ohne Gewalt anzuwenden? Also ich meine, du hast das ein Stück weit, es kam relativ früh in deinem Monolog jetzt, du hast das relativ viel schon vorweg beantwortet, nämlich, also die Frage war eigentlich, ist dir klar, dass das, was du mit dem Eigentum ein Stück weit kritisierst und loswerden willst, also wirklich die völlige Basis von unserem kompletten System auf dem Planeten derzeit ist? Ne? Und wenn du das wegnimmst, dann musst du ja auch die Frage beantworten, also hat man ja irgendwie schon mal die Woche. Was dann? Was nimmst du als Basis und wie setzt du es vor allem durch gegen diejenigen, die es eben nicht akzeptieren? Weil das Problem ist ja, du kannst schön sagen, ja, wir wollen alle frei sein und wir wollen keine Gewalt anwenden, aber du hast Personen, die jede Menge Mittel haben, Gewalt anzuwenden und die auch bereit sind, Gewalt anzuwenden, auch gegen den Willen von Milliarden von Menschen, wenn es sein muss, um ihr gedachtes, gefühltes Eigentum zu verteidigen. Willst du gleich noch was dazu, oder? Jein. Okay, weil sonst würde ich erstmal drauf eingehen. Also klar, natürlich ist mir klar, dass Eigentum im Endeffekt heute eine sozusagen der grundlegendsten Säulen überhaupt ist. Das Spannende ist sozusagen schon die Perspektive. Brauche ich sozusagen etwas, um gegen diese anderen vorzugehen, oder brauche ich nur etwas, um mich davor zu schützen, sozusagen das, was ich machen will, abzusichern, zu erhalten und im Endeffekt abzuwehren. Das ist sozusagen schon mal so,
wenn ich es irgendwie schaffe, mit diesen Leuten sozusagen außer Kontakt zu bleiben, wie auch immer das dann aussieht, muss ich erstmal mit denen nichts anstellen. Das ist ja wieder so das Thema der Freiheit. Auch in den Vorstellungen, was ich erreichen will, heißt es immer, wenn die nach diesem Prinzip leben wollen, okay, solange es sozusagen nicht darauf hinauswirkt, dass meine Freiheit in irgendeiner Form beschnitten wird oder im Endeffekt von denen gecancelt wird, dann heißt es, ich versuche erstmal diese Sachen, die Strukturen so zu schaffen. Und wir haben heute viele, viele Bewegungen, viele Elemente, die sozusagen in diese Richtung manövrieren. Angefangen von Creative Commons, von Open Science und so weiter. Es gibt viele Bewegungen, die sozusagen auch zum Beispiel aus dem Patentrecht, aus dem Urheberrecht und so weiter rausziehen und letztlich zeigen, dass Elemente davon auch in unserer jetzigen Gesellschaft schon umsetzbar sind. Ganz spannend wird es, wenn man das im Endeffekt auf Grund und Boden überträgt. Das heißt, wie kriegt man Grund und Boden, also man kann ja ganz normal erwerben, also da kriegt man zumindest sozusagen das formale Eigentum. Und die Frage ist dann, wie man diese Nutzung dann wieder in eine Allmende überträgt. Das heißt, wie kriegt man diese Sachen dann in Gemeinschaften? Und es gibt ja heute schon, also zum Beispiel in Israel sind ja die Kibbutzim, die sozusagen auf so einer Form kommunale Verwaltung, gemeinsames Eigentum, je nachdem, wie die sich halt rechtlich dann in ihre Strukturen einpassen, das ist ein Verein oder eine GmbH oder sonst irgendwelche Strukturen, wo man sich dann einkauft und dann letztlich Mitbesitzer ist dieser ganzen Anlage. Aber letztlich, es gibt Möglichkeiten sozusagen Stück für Stück das rauszubekommen und im Endeffekt mit meiner Komplementärwährung gehe ich ja auch genau, versuche in die Richtung sozusagen die Menschen rauszubekommen. Weil wenn ich die Menschen sozusagen mit dem Grundeinkommen aus diesem Erwerbsarbeitssystem löse, dann ziehe ich auch eine Säule raus, die ziemlich wichtig ist, sozusagen die Abhängigkeit, dass Menschen ihr Leben davon abhängig machen müssen, ihre Haut zum Markte zu tragen, ist entscheidend dafür, dass das System weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn immer mehr Menschen sozusagen nicht darauf angewiesen sind, dann können sie mehr steuern, mehr entscheiden, mehr in Richtung Bedürfnisse gehen. Was muss ich tun, damit meine Bedürfnisse, um zu überleben, erfüllt sind und nicht um mein Bedürfnis Einkommen zu generieren? Geht das so? Ich wollte noch zu dir sagen, dass es ja möglich ist, Freiheiten zu erkämpfen, auch mit Gewaltanwendung. Also wenn, keine Ahnung, im SAT die Polizei einfallen will, dann ist das SAT immer noch frei, auch wenn sie mit Waffen gegen die Polizei kämpfen. Aber halt nur im SAT und nicht an der Grenze. So. Oh, und ich wollte noch dich fragen vorhin zu dem Eigentum durch Konsens, die Frage, wessen Konsens? Also jetzt nur die Leute, die in der Nähe von der Plantage leben oder keine Ahnung, alle Menschen in der angenommenen Kommune? Oder wie läuft das? Oder bist du davon gar nicht selber so überzeugt? Also ich bin nicht davon überzeugt, dass es eine Antwort auf die Frage gibt. Weil im Endeffekt, meine Vorstellung ist so ein bisschen in die Richtung, dass für Land gilt es sozusagen die Anlieger oder Anwohner, die halt im Endeffekt direkt betroffen sind. Für ein Kernkraftwerk würde das aber bedeuten, dass das Millionen sind, die tendenziell davon betroffen sind. Das heißt, es kommt sozusagen bei der Entscheidung immer darauf an, wer ist betroffen. Wenn jemand den Urwald sozusagen komplett rodet, dann geht das nicht nur die an, die im Urwald leben, sondern dann eventuell noch ein paar mehr, weil sozusagen klimatechnisch mehr betroffen sind. Wenn ich jetzt nur überlege, okay, baue ich jetzt Hirse an oder baue ich Getreide an oder baue ich sonst was für eine Pflanze an, dann sind im Zweifelsfall nur die 50 bis 100 Leute, die sozusagen in der Umgebung wohnen, wer eine Pollenallergie hat oder sonst was. Also es geht tatsächlich dann, es gibt nicht die Gruppe, die sozusagen über irgendetwas zu entscheiden hat, sondern es muss dann immer gucken, wer werden die Betroffenen, wer sind die Anlieger, wer sind die Interessenten und so weiter. Und dann muss man sich irgendwie zusammenfinden. Aber das ist sozusagen ein ganz buntes Sammelsurium. Deswegen gibt es nicht die Antwort darauf. Und es wird auch noch ganz viele neue Entwicklungen in der Hinsicht geben. Aber erst. Ja, ich fand das vorhin ganz bezeichnend, wie du gesagt hast, du möchtest da jetzt in die Mitte zwischen die beiden Reihen einen Platz kriegen, sind sie beide gleich zur Seite gerückt und wollten dir Platz machen. So ist es bei Einzelwesen, aber wenn ich jetzt an Israel und Palästina denke, da will der eine den Staat des anderen haben, aber es gibt keine zwei Staatenlösungen, die einen lassen die anderen einfach nicht leben. Über die Israelis und Palästinenser, die an der Grenze leben und die haben dann gesagt, ja, wir verstehen uns total gut. Ich als Israeli mag diesen Palästinenser, der ist mein Nachbar und ich habe überhaupt nichts gegen den.
der Staat macht das irgendwie. Wir sind gezwungen, dass hier jetzt eine Grenze ist und wir wollen das aber gar nicht. Und das ist dann für mich die Frage nach Staat und Individuum. Wie kann sich das Individuum gegen den Staat durchsetzen, der immer diese Grenzen setzt oder der auch irgendwelche Gesetze macht, die dann den Menschen beschneiden und letztendlich auch zu Kriegen führen, weil der Einzelmensch möchte ja eigentlich im Endeffekt gar keinen Krieg führen, aber wer ist dann der Mensch, der zum Staatswesen wird und dann in den Krieg zieht? Also das ist für mich einfach diese Frage generell, wie kann man das lösen, den Staat außer Kraft zu setzen, der sehr viel, also in seinen negativen Aspekten wie Krieg oder auch Eigentumsverhältnisse, die aufgepfropft sind, gerade jetzt im Nahen Osten. Also meine Antwort ist auf der einen Seite ganz einfach, auf der anderen Seite ist es aber schwer umzusetzen, weil letztlich ist eben nur die Sache, die Menschen aus der Notwendigkeit der Erwerbsarbeit erstmal rauszubekommen. Das heißt, wie viele Menschen würden nicht für einen Staat arbeiten, wenn sie sozusagen kein Einkommen bräuchten? Das heißt, Aber die arbeiten ja nicht für den Staat, die arbeiten ja für einen Unternehmer erstmal, nicht für den Staat. Es gibt auch ganz viele, die für den Staat direkt arbeiten. Ja, okay. Und im Endeffekt, also diese Notwendigkeit, im Endeffekt Einkommen zu haben, um in diese Struktur, die wir heute haben, über die Runden zu kommen, das ist schon ganz viel, was letztlich die Macht des Staates ausmacht. Weil selbst ein Hartz-IV-Empfänger ist im Endeffekt staatshörig, in der Hinsicht, dass er von ihm abhängig ist. Und in der Form... Heißt hörig? Inwiefern? Er ist im Endeffekt dem Diktat des Staates unterworfen. Und die Frage ist, ob ein Hartz-IV-Empfänger sozusagen aufsteht und sagt, ich schaffe den Staat ab, wenn er dann weiß, er hat da nichts mehr. Die Frage ist, warum stehen dann die ganzen Hartz-IV-Empfänger, die ja eigentlich ständig gebeutelt, transferiert und sonst was werden, warum stehen die nicht alle auf der Straße? Warum gibt es sozusagen nur wenige Personen, die sich darüber kümmern, die tendenziell auch gar nicht Hartz-IV-Empfänger sind? Sondern sozusagen, du kriegst die Leute mundtot, weil sie sozusagen in deiner Abhängigkeit sind. Aber was sollen die Hartz-IV-Empfänger machen? Die würden den Teufel tun, den Staat abzuschaffen, weil wovon sollen sie dann leben? Sag ich ja, das ist ja genau der Punkt. Deswegen, du hast davon sozusagen schon mal eine so Basis. Denken die aber gar nicht erstmal so. Das spielt keine Rolle, ob sie das denken. Das Problem ist, die Abhängigkeit ist ihnen klar. Und deswegen revoltieren die nicht. Deswegen gehen sie halt nicht. Nein, die denken gar nicht so weiter. Das ist nicht. Sicher. Also ich denke, der Hauptpunkt, warum die nicht revoltieren, vor allem nicht organisiert ist, weil sie gesellschaftlich und medial anerzogen bekommen, dass sie an ihrer misslichen Lage selbst Schuld sind und dass sie nicht gut genug sind und dass sie deswegen auch nichts Besseres verdient haben. Genau, das sind weitere Bausteine. Das ist aber auch wieder der Punkt, wo für mich genau hier der Punkt der inneren Freiheit. Bei ihnen ist es erfolgreich umgesetzt worden, dass die innere Freiheit so klein ist, dass sie nie und nimmer auf die Straße gehen würden. Aber das ist wieder ein Punkt, trotzdem liegt es bei ihnen zu sagen, ich sprenge meine inneren Fesseln und stehe wieder auf. Aber und das gibt es, das sind ja noch viel mehr Schichten. Auch ein Rentner, der im Endeffekt seine staatliche Rente bekommt, der steht auf der anderen Seite, der hat zwar einen Anspruch, sozusagen, ist sozusagen nicht der Verlierer, nicht dogmatisch, aber warum sollte ein Rentner zum Beispiel dafür eintreten, das Rentensystem abzuschaffen? Ja gut, aber ich denke, also der Hartz-IV-Empfänger, da gibt es ja viele, die gehen auf die Straße und die wollen mehr Hartz-IV oder die wollen Hartz-IV abschaffen, aber kaum ein Hartz-IV-Empfänger wird, glaube ich, den Staat abschaffen. Die ja, alles ja. ändern, aber den Staat an sich will keiner abschaffen. Ja, eben. Ganz wenige. Deswegen, das ist doch der Punkt. Deswegen, das sind sozusagen schon die, das sind nicht mal Denkverbote, das wird nicht mal gedacht. Genau. Und das ist sozusagen schon das Problem der inneren Freiheit. Da sind die inneren Fesseln schon so aktiviert worden und das funktioniert nicht, indem man gegen den Staat aufbegehrt. Den Staat bekämpft man nicht, indem man gegen ihn kämpft, sondern den Staat bekämpft man, indem man sich ihm entzieht. Und das ist mal eine interessante. Das ist im Endeffekt auch das, was ich zum Beispiel im Moment mache. Ich mache halt mein Projekt und so weiter. Und für mich habe ich ganz klar entschieden, okay, ich schaue, dass ich keinerlei Einkünfte, also ich lebe halt von Ersparnissen, aber keine Einkünfte produziere. Das heißt, er bekommt von mir keine Steuereinnahmen und nichts, außer die paar Umsatzsteuer, die halt bei Lebensmitteln und sonst was draufkommen und auch den Konsum so weit wie möglich runterzufahren. Das heißt, dem Staat so wenig wie möglich sozusagen an Elementen geben, wo er gefüttert wird. Und jedes Konsum, jede Ausgabe, jede Stunde, die ich gegen Bezahlung arbeite und so weiter, füttert seine Steuerkasse und damit seine Machtbasis. Und im Endeffekt, es macht keinen Sinn, gegen den Staat aufzubegehren. Gewaltmäßig ist der sowas von oben drüber, das nützt nichts. Aber die Frage ist, wie viele Menschen schaffe ich sozusagen aus dem System rauszubrechen, rauszuholen, rauszuüberzeugen, zu sagen, ihr seid frei, lasst euch doch nicht diesen Blödsinn erzählen. Und dann geht im Endeffekt hin und lebt euer Leben. Und zwar selber, nicht im Endeffekt nach irgendwelchen Vorgaben, irgendwelchen Regeln, irgendwelchen Sachen. Und das ist eben deswegen auch mein Vortrag hier heute Abend, zu sagen, es gibt da sehr viel mehr als nur einen Gegner. Es gibt da hier oben sehr viel mehr sozusagen aufzuräumen und aufzubrechen,
damit ihr im Rahmen dieses politischen Labors auch überlegt, okay, was sind denn sinnvolle Wege, die tatsächlich zu Erfolgen führen, die ihr schützen könnt? Weil Thema Mods und so weiter, es sind zwar Sachen, die dann zeitweise erstritten werden können, aber alles, was über das Dagegen sozusagen erkämpft wird, wird in einem unbeachteten Moment wieder verschluckt. Das ist zumindest meine Sichtweise dazu. Ich würde widersprechen, dass die, also ich halte das nicht für so, dass das Steuereinkommen die finanzielle Machtbasis des Staates ist, weil ein Staat eigentlich ganz, ganz unheimlich viele Möglichkeiten hat, an Geld zu kommen. Er kann es drucken, er kann Zwangseinlagen machen, er kann Schulden aufnehmen. Es geht unbegrenzt. Irgendwann geht es nicht mehr, aber dieser Punkt ist eigentlich nicht wirklich ein realer Punkt, der an eigentlich nichts festgemacht wird. Und also ja, ich glaube, eigentlich könnte man einen Staat komplett ohne Steuern aufbauen, mit anderen Regulierungsmechanismen. Und dann? Was wäre der Umgang? Ist der Staat dann immer noch weg oder kann er dann bleiben? Kommt auf den Staat an. Ich mache erstmal die Runde rum, dann sage ich was. Ich wollte darauf antworten. Mhm. Ich halte es, glaube ich, nicht für sinnvoll, auch einen Staat ohne Steuern oder so aufzuziehen, weil ein Staat immer nur dazu da ist, oder zumindest in unserer momentanen Welt hauptsächlich dazu da ist, Kapitalismus aufrechtzuerhalten und gewisse Machtmonopole. Ich wollte nur sagen, dass es möglich ist, nicht dass es gut ist. Ja, okay. Und jeder Staat einfach auf der Androhung von Macht und auf entweder nationalen oder globalen Grenzen basiert, was einerseits Menschen ausschließt, andererseits Menschen unterdrückt. Und ein Staat muss immer so funktionieren, dass es festgeschriebene Regeln gibt und alle Leute, die die Regeln brechen, werden halt auf die eine oder andere gewaltvolle Art bestraft. Also halt, keine Ahnung, Knast, erschießen, Geldstrafen, was auch immer. Alle Staaten sind scheiße oder so. Ja, also ich habe zwei Sachen. Das eine ist, das mit dem Staat abschaffen sehe ich ein bisschen zweischneidig, weil quasi einen Staat auch im Idealfall dafür sorgen kann, einen Schwachen von Starken zu beschützen. Dass real derzeit die existierenden Staaten das Eigentum der Besitzenden schützen und sonst nichts, das ist halt gerade so. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es so sein muss. Und das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist die Idee, dass diejenigen, die betroffen sind, entscheiden sollen, hört sich im ersten Moment super an. Die spannende Frage ist aber, wer entscheidet, wer betroffen ist. Ich sag jetzt, ich bin betroffen, wenn Hillary Clinton US-Präsidentin wird. Hillary Clinton sagt, das geht dich einen Scheißdreck an. Die meisten Amerikaner sagen, das geht dich einen Scheißdreck an. Also wer entscheidet das auf welcher Basis, wer da betroffen ist? Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, ich wollte sagen, dass ich auch nicht glaube, dass wenn man den Staat jetzt kein Geld in den Rachen steckt, quasi, dass man ihn somit quasi auf kurz oder lang abschafft. Ich denke, dass es auch möglich ist, wenn einfach in der Bevölkerung, dass die Gesellschaft, also wenn dort einfach ein Umdenken stattfindet und du einfach genug auf deiner Seite hast, dann kannst du auch als Bevölkerung gegen den Staat kämpfen quasi. Und nicht, dass es nur darum geht, dem Staat irgendein Geldhahn abzudrehen, sondern muss dieses Umdenken in der Bevölkerung auch einleiten. Mhm. Ich wollte zu dir was sagen, und zwar zu dieser starken, schwachen, also so dieses Dings. Also ich glaube, tendenziell gibt es keine starken, also oder zumindest keine kategorisch festgelegten starken und schwachen Menschen. Und
wenn Menschen, die mehr Mittel zur Machtausübung haben, beziehungsweise, nein, andersrum, wenn Menschen, die weniger Mittel zur Machtausübung haben, aber gegenseitig solidarischer sind, dann können auch Angriffe von gefühlt stärkeren Menschen abgewehrt werden. Also, keine Ahnung, wenn sich ein Kiez zusammenschließt, dann können auch irgendwie, keine Ahnung, Faschos da nichts mehr machen, weil sie halt jedes Mal auf die Schnauze kriegen, wenn sie versuchen, da reinzugehen. So. Auf die Schnauze kriegen? Ja, oder rausgeworfen werden, oder keine Ahnung. Auf die Schnauze, also das wäre kontraproduktiv. Das kann man sehen, wie man will, ob das kontraproduktiv ist oder nicht. Ja, aber ich finde, den Leuten auf die Schnauze zu hauen, das ist der letzte Weg. Wenn es sollte eigentlich nicht beschritten werden. Besser als, dass die Leute auf die Schnauze hauen. Naja, egal, anderer Punkt. Das ist die Kriegsebene und die wollen wir eigentlich vermeiden, dachte ich. Na, Krieg ist was anderes als eine Auseinandersetzung. Das war eine Vorstufe. Zu dir wollte ich sagen, dass ich das, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll finde. Also es ist natürlich nicht die Möglichkeit, also wir können nicht alle immer nur Containern gehen und nicht mehr einkaufen und unseren Kram selber machen. Zumindest nicht, solange wir noch in der Stadt oder in einem Staat leben. Mhm. Und deswegen ist eine Propaganda zum Umdenken auf jeden Fall sau wichtig und ja auch machbar, wie man zum Beispiel bei den Zapatistas in Mexiko sieht, die einfach seit, keine Ahnung, was weiß ich, paar 30 Jahren autonom leben, sich selber versorgen, ihre Regeln selber schreiben und sich ja auch militant gegen den Staat Mexiko verteidigen. Deswegen das Spannende oder beziehungsweise auch das Schwierigste bei dem Gedankensprung zu sagen, okay, was meint es erstmal, was ist der Staat, was macht den Staat überhaupt zum Staat und nicht im Endeffekt zu irgendeiner Organisationsstruktur einer Gemeinschaft, weil primär ist für mich im Endeffekt immer die Definition, der Staat hat das Gewaltmonopol, das heißt, er ist derjenige, der in unserer Gesellschaft Gewalt ausübt und deswegen werden wir nie in eine gewaltfreie Gesellschaft kommen, weil es einen gibt, der dafür legitimiert und dazu beauftragt ist, Gewalt auszuüben. Das ist schon mal der erste Punkt, warum letztlich wir nie gewaltfrei ankommen würden, weil es legitimiert wird. Und sei es auch nur, dass der Staat sozusagen formal die Aufgabe bekommt, Gewalt auszuüben. Heißt es, wir haben ideell und geistig immer noch zu sagen, naja, wenn du nicht willst, dann bin ich berechtigt, Gewalt einzusetzen. Auch wenn es nur die Polizei ist. Es ist im Endeffekt von der Ideologie her, ich komme nicht darauf sozusagen generell zu sagen, jede Auseinandersetzung ist nach Möglichkeit gewaltfrei zu lösen. Wie auch immer das passiert, ob man sich jetzt auf der Straße oder im Boxring begegnet oder wie auch immer man das löst, man darf Dinge einsetzen, wenn im Endeffekt beide Seiten bereit sind, es zu akzeptieren. Man könnte jetzt sagen, die wissen, was sie erwartet, wenn sie da hinkommen, dann ist das sozusagen die stillschweigende Zustimmung, dass das die Form der Auseinandersetzung ist. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht so stark einsteigen, weil wir haben im Endeffekt das Problem viel größer auf der Ebene zu sagen, wir haben noch nicht wirklich Gewalt abgeschworen, weil wir immer noch den Staat als Gewaltausübenden legitimieren. Und so lange werden wir nie in einer gewaltfreien Gesellschaft leben. Weil es ist Gewalt, das ist doch ein vieldeutiges Wort. Gewalt kann ja auch was Positives sein. An welcher Stelle wird Gewalt positiv? Ja, bei Faschos auf die Schnauze. Die Gewalt des Meeres oder die Gewalt eines Sturmes kann verheerende Folgen haben, aber im Endeffekt ist es eigentlich was Gutes. Okay, Ja, das sind Kräfte. Kräfte können positiv oder negativ sein, aber Gewalt ist quasi eine negative Kraft. Ja, Naturgewalt heißt es schon auch. Naturgewalt, oder? Okay, dann würde ich den Gott Gewalt. Unendlich Gute, also wenn Gott Gewalt ausübt, dann ist es sowieso immer gut. Dann würde ich den Gewaltbegriff. Für die Religionen unter uns. Also, ich würde den Gewaltbegriff dann gerne ganz gern abgrenzen. Das Wirken von Kräften ist für mich keine Gewalt. Also das mag zwar sprachlich so vermischt werden, aber Gewalt beginnt für mich da, dass ich mich eben einem Mittel des Zwangs aus. Also im Endeffekt ein Mensch, der als Mittel etwas wählt, womit der andere zwingen kann. Und Gewalt ist im Endeffekt für mich immer das Element, womit ich auf andere Zwang ausübe. Okay, dann ist die Logik auch Gewalt, weil die Logik ist zwingend. Nö. So. Niemand muss einer Logik folgen. Doch. Nein. Okay, dann stürzt du dich vom Hochhaus runter, dann wird die Logik dich einholen.
Nein, wenn, dann holt mich die Schwerkraft ein. Aber das ist keine Logik. Das ist keine Logik. Das sind Naturgesetze. Ja. Das ist, und ob ich im Endeffekt der Logik der Naturgesetze folge oder nicht, das ist dann meine Entscheidung. Im Zweifelsfall wird mich das dann das Leben kosten, aber es ist für mich keine Gewalt. Also, dass es aber Naturgesetze ist gibt, ist für mich keine Gewalt. Also deswegen, also der Gewaltbegriff ist für mich eine Entscheidung, also etwas, was mit einer wieder Freiheit und ich habe die Entscheidung, Gewalt ausüben okay, oder nicht. Mit Gewaltenteilung, legislative, judikative, exekutive? Ist im Endeffekt nur virtuell, weil sie im Endeffekt erstens sowieso nur auf dem Papier existiert und zweitens nicht wirklich getrennt sind. Weil wenn ich mir sehe, aber wo wenn die... Wenn sie getrennt wäre, wäre es dann eine gewalttätige Gewalt. Ich finde, da ist das Wort Gewaltenteilung hat nichts mit gewalttätig zu tun. Das Wort Gewaltenteilung ist was Positives eigentlich. Das ist unabhängig jetzt von einer Bewertung. Nein, wenn du sagst, es ist positiv, ist es mit einer Bewertung. Weil wenn du an der Stelle sagst, Gewaltenteilung ist sozusagen ein positiv zu besetzender Gewaltbegriff, dann würde ich sagen, nein, weil im Endeffekt ist immer noch impliziert, du löst dich nicht von der Ausübung von Gewalt. Das heißt, auch wenn du sagst, es gibt jetzt drei Instanzen, die sozusagen sich gegenseitig kontrollieren wollen in Form ihrer Gewaltausübung, heißt es immer noch, du legitimierst die Ausübung von Gewalt. Weil im Endeffekt die Exekutive als Polizei, als direkt ausführender Zwangsapparat, der sozusagen direkt auf die Menschen physisch einwirkt, das ist auf jeden Fall eine Gewaltausübung. Das heißt, die bringen dazu Menschen dazu, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Dass ich dann darüber sozusagen eine Judikative setze, die letztlich diese Gewalt formal absegnet. Das heißt, wann ist es in Ordnung für den Polizisten, die Gewalt einzusetzen, wann war es nicht in Ordnung, und richtet danach eben auch wieder gewalttätig einen auf den Deckel und wird im Zweifelsfall eingesperrt. Und dann habe ich noch eine Ebene oben drüber, die sagt den Gerichten sozusagen, nach welchen Regeln sie zu entscheiden haben. Und dann zwingen die wieder sozusagen die Richter darüber, wann Gewalt aus. Also im Endeffekt, du kommst aus der Gewaltschiene nicht raus. Es gibt keine positive Gewalt. Es gibt Gründe für Gewalt sozusagen in dem Sinne, dass ich sie abwehre. Das heißt, dass ich, natürlich habe ich die Freiheit, wenn jemand gegen mich sozusagen Zwangsmaßnahmen anwendet, was auch immer diese Zwangsmaßnahmen, die müssen nicht unbedingt aus physischer Gewalt bestehen. Gerade dieses ganze juristische Zeug schüchtert Menschen teilweise mehr ein als der Polizist auf der Straße. Und wenn man das sozusagen ausbricht und sich dagegen zur Wehr setzt, dann ist die Frage, mit welchen Mitteln. Und das ist dann wieder die Frage aber der persönlichen letztlich Freiheit und der persönlichen Ethik. Das heißt, welche Mittel sind für mich legitim, gegen Zwangsmaßnahmen, die gegen mich durchgesetzt werden sollen, vorzugehen? Okay, aber wie ist denn mit weißen Blutkörperchen? Die Polizei ist für mich eigentlich so was wie weiße Blutkörperchen, die... Die schwimmen im Körper rum und die Polizei eben auf den Straßen und die passt auf, dass jetzt nicht irgendwelche Gefährdungen für den Staatskörper passieren. Und wer trennt Körper ab? Bitte? Und wer trennt Fremdkörper ab, die nämlich zum Tod des Körpers führen können. Und das würde dann für mich heißen, wenn du die Gewalt aufhebst, dass du auch praktisch die weißen Blutkörperchen aus dem Körper extrahierst. Und dann stirbt dieser Körper. Ich komme darauf zurück. Der Körper ist ein Staat, oder was? Der Körper ist der Staat? Ja, das Staatsgebilde wird sozusagen im Synonym als Körper verwendet. Aber das heißt, ja, auch Staatskörper. Also wie jetzt aus der Diskussion rauskommt, verstehen wir den Staat als eine gewisse Zwangsjacke. In diese Zwangsjacke, in der ich lebe... Ja, also ich nicht unbedingt, ich bin halt mal offen. Okay, ich schon. So. Aber ich habe noch diese Möglichkeit, die Zwangsflosse zu zerreißen. Mit viel Kraft. Und meine... Ich würde sie schon gerne zerreißen, damit ich wirklich diese freiheitliche Bewegungsmöglichkeit überhaupt habe, aus dieser Zwangsjacke rauszukommen, brauche ich Kraft. Aber wenn du in der Zwangsjacke bist, dann bist du im Irrenhaus, wenn du aus dem Irrenhaus wieder rauskommst. Das sind da jetzt nur Metaphern. Bitte. Nur Metaphern, ja. Meiner Meinung nach ist das doch die Lösung eigentlich, eine staatenlose Gesellschaft. Sehr aggressiv. Staatenlose Gesellschaft, aber ich komme doch nur dahin, wenn ich die Zwangsjacke zerreiße. Also viele, oder die meisten, ja. Also, oder wie Marx es ausdrückt, die Arbeiterklasse hat nichts zu verlieren, außer ihre Ketten zu zerreißen. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass mir der Vergleich irgendwie mit Staat und Körper überhaupt nicht gefallen hat. Auch weil das ein super negatives Körperbild macht und ich mir nicht dran denken, dass Cops immer im Körper sind. Also mal davon abgesehen, dass es eine schlechte Metapher ist, weil Blutkörperchen einfach so funktionieren und tatsächlich also ja einen evolutionären Sinn haben und Polizisten halt dazu da sind, keine Ahnung, oder wofür Polizisten auch immer da sind, Eigentum, Leute unterdrücken, was auch immer, oder
keine Ahnung, was Leute denken, wie Polizisten da sind. Und Bullen denken ja auch selber. Und zum Beispiel tun manche Fremdkörper NSU oder so jetzt nicht unbedingt weg, aber Fremde, tatsächlich fremde Menschen, schieben sie ja doch ganz gern mal ab. Also von daher, ja, kein guter Vergleich, keine gute Metapher. Also im Endeffekt, die Schwierigkeit vor allen Dingen, warum ich die Metapher auch für schwierig halte, ist, die Blutkörperchen haben normalerweise keinen freien Willen, mit dem sie sozusagen abwägen können, was ist angemessen, was ist sinnvoll, und vor allen Dingen haben sie keine Ethik, also zumindest nicht in meiner Vorstellung, was ich unter Ethik verstehe. Das heißt, ich habe kein Szenario, keine Wertehierarchie zu sagen, okay, das ist sozusagen für mich sinnvoll, das ist ein freiheitliches Handeln, das bringt mich sozusagen in eine freiere Gesellschaft und das ist etwas, wo ich letztlich nur Macht über Menschen ausüben möchte. Und da ist für mich sozusagen der entscheidende Punkt zu sagen, eben, je nachdem, wenn du jetzt die Person meinst, dass sie ihre Zwangsjacke zerreißen sollen, ich denke, es ist vor allen Dingen wichtig, sozusagen diese virtuelle Zwangsjacke, weil sie haben ja leider keine physische, die sie sozusagen spüren können und wo sie dann merken, dass die weg ist. Sondern das Problem ist, diese Zwangsjacke erstmal hier oben bewusst zu machen, klar zu machen, sag mal, merkst du eigentlich, wie eingeschränkt du in deinen Bewegungsmöglichkeiten bist. Und ich glaube, da fehlt es noch, bevor die überhaupt so weit können, dann sozusagen hier zu sagen, aus meiner Sicht, so wie ich es erlebt habe und so wie ich es für mich sozusagen auch ausprobiert habe, die innere Freiheit kann unglaublich weiter reichen als die äußere Freiheit. Ich kann letztlich eingesperrt werden, ich kann meiner physischen Bewegungsfreiheit und sonst was beraubt werden. Klar, wenn ich das Leben beraubt werde, ist mit der inneren Freiheit auch vorbei. Dann geht nichts mehr innen, weil wenn außen tot, innen auch tot. Aber solange du sozusagen noch denken kannst, solange du noch die Kontrolle hier über diese ganzen Sachen hast, ist alles, was du tust, letztlich über deine Berechtigung. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich der Gewalt beugst, hast du im Endeffekt die Option, Nein zu sagen. Was auch immer das für eine Gewalt ist, was auch immer, hast du immer die Chance aufzuwachen und sagen, nee, so mache ich nicht weiter, so spiele ich nicht mehr mit. Das ist im Endeffekt nicht das, wie ich leben möchte. Aber das ist für mich auch so der wichtige Punkt zu sagen, ich muss dafür Klarheit bekommen, was sind meine inneren Werte, was sind die Regeln, was sind die Mechanismen, was ist mir wichtig, wofür würde ich sagen, das ist ein lebenswertes Leben und ab da ist Schluss. Ab da ist zu sagen, auch wenn ich dann noch 50 Jahre weiterleben könnte, unter den Bedingungen, unter den Rahmenbedingungen möchte ich das trotzdem nicht. Weil es mir sozusagen so wenig von den Freiräumen, so wenig von meinen Werten widerspiegelt. Thema, ich verrate meine Werte. Die Frage ist, verrate ich meine Werte schon, wenn ich einmal nicht auf die Straße gehe, weil ich weiß, da wird aktiv geschossen, oder verrate ich meine Werte erst an welchem Punkt? Das heißt, wann bin ich sozusagen nicht mehr mit mir selbst im Reinen darüber, wie ich leben möchte? Bei aller inneren Freiheit braucht man aber, wenn es einem schlecht geht, dann auch die Solidargemeinschaft. Und die setzt dann die innere Freiheit außer Kraft. Also das genau würde ich nicht sehen. Die Frage ist, die Entscheidung, also dass ich innen sozusagen Werte habe und so weiter. Die Frage ist natürlich, ob ich sie dann verrate. Das heißt, wenn der sagt, du kriegst das Medikament nur, wenn du ab sofort sozusagen, wer war das, Galileo, und sie dreht sich doch und so weiter, wenn du sozusagen allen deinen Theorien, allen deinen Äußerungen und so weiter abschwörst, so von wegen, ich müsste mich hinstellen und sagen, Freiheit ist scheiße und ich will nie wieder frei leben und so weiter, nur damit ich ein Medikament bekomme. Das kann natürlich passieren, dass du dann entscheiden musst, würdest du die Werte verraten, nach denen du leben möchtest, um den Preis deines Lebens. Und letztlich, solange man das nicht klar ist, ist man im Endeffekt das Blatt im Wind. Wenn man nicht weiß, wo die Grenze ist, das hatten wir ja im Film im Endeffekt auch am Ende, wo die Frage gestellt wurde, wann würdest du stehen bleiben? Wann würdest du nicht mehr weichen? Wann würdest du sagen, jetzt ist es scheißegal, ob ich draufgehe oder nicht? Wenn diese Grenze überschritten wird, dann bringt auch das Weiterleben an der Stelle nichts. Es macht aber keinen Sinn, dass sozusagen alle, die mit Freiheit sich auseinandersetzen wollen, den Märtyrertod sterben, weil dann gewinnt das System auch wieder. Also man muss da sozusagen den Weg finden, wie kann man aktiv, ich würde jetzt gar nicht von Widerstand reden, sondern wie kann man im Endeffekt eben das Aufwachen, das Infragestellen der inneren Fesseln so weit weiterbedingen, so weit weiterschieben, die Menschen dahin bringen, erstmal ihre Sachen zu reflektieren und gucken, wo, an wie vielen Fesseln sie im Endeffekt im Alltag schon hängen, bevor sie sozusagen in irgendeine neue Gesellschaft überhaupt übertragen werden können. Also, bevor ich jetzt neue Gesellschaften entwerfe, muss ich erstmal überlegen, wo stecke ich eigentlich heute fest? Ich
ich glaube auch so ein bisschen in die Richtung. Also ohne eine Einbettung oder so etwas. Also es klingt so ein bisschen wie so ein isoliertes Wesen, das du beschreibst. Aber man ist ja in irgendeiner Form, also entweder ist man in dieser Gesellschaft verhaftet, natürlich in der Zelle ist es eine Ausnahmesituation, würde ich mal sagen, wenn man da drin steckt, hat aber auch soziale Kontakte, der Wärter kommt oder irgendjemand kommt ja. Das heißt, für mich ist die Frage bei der Freiheit ja dann noch die Frage der, das ist dann nicht die Gefangenschaft, sondern die Einbettung. Wie bin ich denn, wie bin ich denn verbunden mit den Menschen? Das ist ja die gleiche Medaille, nur die andere Seite. Aber Freiheit heißt auch nicht unbedingt, dass da keine Solidarität entsteht. Also du nimmst doch nicht des anderen Freiheit, indem du solidarisch mit anderen bist. Absolut nicht. Das habe ich auch nie behauptet. Ich würde gerne dazu sagen, dass ich glaube, dass wir gerade nur in der Gemeinschaft frei sein können, weil uns sonst ganz, ganz viele Sachen nicht ermöglicht sind. Also sowas wie unser eigenes Essen machen. So, wenn wir tatsächlich komplett unser eigenes Essen machen wollen, dann brauchen wir, keine Ahnung, Felder, Mühlen, Bäckereien, um mal nur Brot abzudecken, und die müssen alle betrieben werden. So heißt es, ich brauche schon einen kleinen Satz von Leuten, mit denen ich gern zusammenarbeite. Aber das mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, also tatsächlich zu arbeiten, nicht zu Lohnarbeiten, ist ja was mir nicht unbedingt Freiheit nimmt, sondern ich glaube eher gibt, weil das bedeutet, dass ich zusammen mit meinen Menschen, die ich mir selber raussuchen kann und die sich mich auch rausgesucht haben, frei entscheiden kann, was wir machen und wann wir unser Brot backen und wann wir unser Korn mehlen, malen, wie auch immer, und wie wir unseren Tag generell gestalten. Das kann ich alleine nicht machen, weil ich, wenn ich alleine auf dem Hof bin, den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, das Feld zu bestellen, etc. etc. Also das würde ich nie in Frage stellen. Also ich habe jetzt nicht, wenn es sich so anhört, ich habe nie in Frage gestellt, dass die, was ich Einbettung genannt habe, nicht zur Freiheit gehört, sondern das gehört für mich zur Freiheit. Das ist ein wichtiger Bestandteil sonst. Aber du hast jetzt gerade noch ein Problem angesprochen, nämlich die Gemeinschaft, die ich mir selber ausgesucht habe und die dich aussucht oder wie auch immer. Es gibt eben Menschen, die sind sympathischer und Menschen, die sind unsympathischer oder sonst irgendetwas. Das heißt, jemand hat viel einfacher, seine Freiheiten auszuleben, weil er nämlich, was weiß ich, charmant, großartig, redegewandt, klug und großartig ist. Und der Nächste hat sie nicht. Wie gewinnt derjenige die Freiheit? Frage. Der hässlich, unsympathisch und gemein ist. Und zum Beispiel, genau. Also es muss ja gar nicht das krasse Beispiel sein, der eben vielleicht nicht alle Eigenschaften aufweist. Also ich würde schon bei den krassen Beispielen bleiben, weil da wird es interessanter. Weil die Sache ist, erstmal nochmal grundlegend zu der Frage, selbst wenn du dich entschieden hast, in einer Gemeinschaft in irgendeiner Form gemeinsam zu leben und zu wohnen, darfst du nicht vergessen, dass du deine Freiheit damit nicht aufgegeben hast. Jeden Morgen, indem du aus deinem Bett aufstehst und entscheidest, in dieser Gemeinschaft zu bleiben, hast du die Entscheidung getroffen, da zu bleiben. Und das ist etwas, was, glaube ich, aus unserer heutigen Sicht von wegen Verträge sind einzuhalten. Wenn ich morgen entscheide, dieser Vertrag ist nicht mehr einzuhalten, dann muss ich, beziehungsweise wenn ich jetzt dann einen sozialen, gemeinschaftlichen Weg suche, wie ich jetzt diesen Vertrag auflöse, ist es eine Sache. Ich habe aber immer die Freiheit, einfach zu sagen, es hinzuwerfen und zu gehen. Das hat Konsequenzen. Jedes Handeln hat Konsequenzen. Das muss ich mir dann irgendwie bewusst machen und mir überlegen, ist es mir das wert, sozusagen das jetzt hinzuschmeißen und den Konsequenzen, die ich dann leben muss. Und im Endeffekt für das Extrembeispiel, der, ich glaube, Misanthrop heißen die Leute oder so, ne? Die so Mensch, will ich nichts mehr zu tun haben, so, aber irgendwie brauchen sie doch andere Leute zum Überleben, obwohl sie sozusagen nicht sozial mit anderen umgehen wollen.
Das ist seine Freiheit. Er wird dann entscheiden müssen. Will er lieber sozusagen nach diesem misanthropischen Dings leben wollen? Oder gibt es eventuell andere Menschen, die sagen, okay, ich will auch solche Menschen helfen, dass sie so leben können, wie sie leben wollen? Das ist im Endeffekt eine Sache, die muss ich nicht pauschal beantworten, weil ich habe nicht für ihn zu lösen, wie er überleben kann. Die Sache ist, ich denke, es ist sehr viel sinnvoller, in Gemeinschaften zu leben, weil wir damit im Endeffekt mehr Freiräume bekommen, weil wir durch Arbeitszeit und so weiter spezialisieren können und damit vielleicht auch mehr erreichen als diese schwere Arbeit rein in der Landwirtschaft, um überhaupt das Überleben zu kriegen. Also ein interessantes Video dazu ist zum Beispiel zum Bleistift. Da ist im Internet ein Video, da geht es darum, was brauche ich alles, wie viele sozusagen, also im Endeffekt die Globalisierung, wie sie einen Bleistift herstellt, angefangen vom Holz, Graphit, Radiergummi und so weiter. Also es ist unglaublich spannend, also wie gemeinschaftlich wir da zusammenarbeiten. Die Frage ist nur, geht es diese Organisation auch, wenn wir diese Organisation freiwillig haben und nicht über ein Geldsystem, im Endeffekt über kapitalistische Strukturen. Das heißt, kriegen wir in einer freien Gesellschaft, in der die Leute selber entscheiden können, ob sie diese ganzen Zulieferungssachen irgendwie machen wollen, kriegen wir dann immer noch Bleistifte gefertigt? Kann ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, ja, aber beweisen kann ich es natürlich nicht. Ich wollte nochmal auf eine kopfliche Kette hinweisen, die, glaube ich, gerade eben aufgekommen ist. Und zwar, also auf eine Kette, die bei uns, glaube ich, allen ziemlich im Kopf ist. Und zwar, dass es objektiv hässlich und objektiv schöne Menschen gibt und Menschen, die nicht oder die nicht gut mit anderen Menschen können, aber wahrscheinlich liegt es eher gar nicht an den Menschen, sondern den Leuten, in deren Umfeld sie gerade gezwungen sind. Nur so als Einwurf. Ich stelle gerade mal wieder fest, dass ich mit dieser ganzen Freiheitsdiskussion eigentlich gar nichts anfangen kann. Also ich bin mal in die Pubertät gekommen und da ist mir bewusst geworden, ich bin nicht Gott, ich habe mich nicht selbst geschaffen, ergo bin ich absolut unfrei. Ich sterbe ohne es zu wollen, ich wurde geboren ohne es zu wollen und alle weiteren Freiheiten sind sekundär und die interessieren mich eigentlich nicht. Und da war für mich die Freiheit irgendwie auch schon nicht mehr das Thema. Gut, in der Pubertät vielleicht schon noch, habe ich um die Freiheit gerungen. Aber irgendwann ist dann für mich der Begriff des Gewissens mehr so in den Mittelpunkt geraten und ich habe so das Gefühl, ich muss nach meinem Gewissen handeln. Egal, ob das jetzt um Individuum oder Staat geht, ich habe einfach das Bedürfnis und ich sehe auch, da ist eine Instanz in mir, die verlangt von mir, in gewissen Dingen so und so zu handeln. Und wenn ich das dann nicht tue, dann fühle ich mich absolut ekelhaft. Und dieses Gewissen ist aber ein Zwang, es zwingt mich so zu handeln, selbst wenn ich mein Leben verlieren würde. Aber ich fühle mich, wenn ich dem Gewissen folge, gut. Ich fühle mich gut, obwohl ich diesem Zwang, diesem inneren Zwang folge. Und insofern, diese ganze Diskussion um Freiheit ist für mich müßig. Der Zwang des Gewissens ist für mich etwas, das eine positive Wirkung auf mein Leben hat, wo ich das Gefühl auch habe, dann, ja, so kann ich dann in Ruhe sterben. Und wenn ich es nicht getan hätte, würde ich mich ganz, ganz elend fühlen und ich möchte einfach ein Gefühl haben, dass ich in Ruhe sterben kann. Mhm. Und das ist der Zwang, der positiv ist. Das Gewissen. Also ich lasse das einfach mal stehen, wie du das empfindest. Ich gehe jetzt sozusagen mal abstrakt auf die Ebene, weil genau diese Geschichte finde ich unglaublich spannend. Weil das befasst ganz viel mit diesem Thema der inneren Freiheit, von der ich gesprochen habe. Weil für mich ist unsere Gesellschaft sehr gut in der Lage, dieses Gewissen in dir zu installieren. Also wie gesagt, jetzt abstrakt nicht auf dein Beispiel, aber das heißt, wir alle werden letztlich sozusagen im Rahmen dieser sozialen Erziehung, der Gemeinschaftsfähigkeitsanerziehung, was auch immer, wie man das nennen will, mit diesem Gewissen ausgestattet. Das ist nicht von Geburt an da, um Gottes Willen. Es ist im Endeffekt etwas, was sozusagen mit den äußeren Regeln, mit den äußeren, das macht man nicht, du musst doch teilen und gib deinem Bruder was ab und sei nett, sag Danke und so weiter. Also alles so Verhaltensnormen, die uns in irgendeiner Form beigebracht werden. Das, die Sache ist, wenn wir die als Kind sozusagen vorgelebt bekommen, erstmal, wir lernen die ja sowieso durch Nachahmung, das heißt, wir verhalten uns so wie unsere anderen, die wir halt umgeben, aber wir kommen später, gerade in der Jugend, nicht unbedingt an einen Punkt, wo wir auch das in Frage stellen. Das heißt, wo wir irgendwann erkennen, weil gerade wo du diese Bilder mit Gott gebracht hast, oder so von wegen dieses Verständnis, es sind sozusagen, es sind ja im Endeffekt keine Wahrheiten, sondern es sind Geschichten,
Es gibt auch Geschichten und die finde ich dann sehr spannend. Das heißt, inwieweit wir uns innen mit Geschichten füttern, die uns mächtiger machen. Das heißt, es sind Vorstellungen davon. Ich habe zum Beispiel mal die Geschichte gehört, wir werden nicht zufällig geboren und von unseren Eltern gezeugt, sondern das Thema, da sind diese Engelchen, Seelen oder wie auch immer, welche Bilder man das haben möchte, die schauen von oben runter und sagen, ha, das ist ein Elternpaar, da will ich hin, zack, geht es da rein. Das heißt sozusagen, selbst da gibt es eine Geschichte, die sagt, du hast entschieden, bei diesen Eltern zur Welt zu kommen. Und das geht dann so weit zu sagen, da ist auch schon angelegt, auch wenn du es inzwischen vergessen hast, sozusagen Thema universelle Weisheit und so weiter, wo du verbunden warst, du hast da sozusagen deine Lebensplanung geschlossen. Die hast du mit der Geburt vergessen, ausgeblendet, weil sonst könntest du es nicht in der Form erleben. Und das heißt sozusagen, an der Stelle ist zu sagen, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob das Tolle oder ob das der Beetz irgendwie aufgreift, der sagt dann auch solche Geschichten, Mensch, Human irgendwie, ursprünglich vom der Gott-Mensch. Also im Endeffekt, dass das Göttliche in uns ist. Eben nicht, dass wir nicht Gott sind, sondern im Gegenteil. Jeder von uns ist sein eigener Schöpfer. Das heißt, eben wieder die Frage der Freiheit. Natürlich können wir jetzt nicht die Gravitation aufheben und sagen, okay, Naturgesetze ändern wir jetzt. Soweit sind wir zumindest noch nicht. Auch da gibt es Überlegungen, Thema Quantenphysik und so weiter. Der Gedanke erzeugt die Welt. Keine Ahnung, ob irgendwann der Planet sozusagen auf eine Ebene kommt, wenn wir alle denken, so und so wäre es schöner, dann würde sich tatsächlich irgendwie die Gravitationskonstante, keine Ahnung. Also das ist rein metaphysisch gesponnen, aber es sind interessante Geschichten. Es sind Denkansätze, die sagen, das Gewissen ist auf jeden Fall etwas Erlerntes. Und, das ist deine These jetzt. Das ist meine These. Und letztlich gibt es daran keine Wahrheiten. Die Frage ist halt nur, welcher Gedanke macht mich mächtiger? Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe ein Gewissen, das urteilt das in gut und in schlecht. Und ich habe für mich zum Beispiel entschieden zu sagen, okay, diese Wertigkeiten loszuwerden. Es gibt nicht richtig und falsch, es gibt nicht gut und schlecht, es gibt nicht böse und sonst irgendwas, sondern es gibt im Endeffekt Handlungen und Konsequenzen. Das heißt, ich schaue mir an, wenn ich mich so und so verhalte, das heißt, wenn ich dem was klaue, dann kriege ich ein Problem, weil ich möchte gern, dass mir nichts geklaut wird. Und wenn ich da mich nicht kongruent verhalte, dann muss ich erwarten, dass andere mir das genauso tun. Das heißt, ich verhalte mich lieber so, wie ich es auch möchte, dass, da kommt man wieder sozusagen ein bisschen zu Kant rein, der natürlich nicht komplett auf, also der da auch ganz sinnvoll ist zu sagen, ich verhalte mich so zu meinem Umfeld, wie ich möchte, dass das Umfeld sich zu mir verhält. Aber ich bin letztlich immer frei zu entscheiden, heute mache ich es anders. Was ich dann als Antworten bekomme, werde ich dann relativ schnell erleben. Aber das ist sozusagen für mich auch zu sagen, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euch selbst zu gestalten. Also ich habe mich irgendwann, ganz lange habe ich mich dagegen gewehrt und dachte, NLP, das ist reine Manipulationstechnik, alles Blödsinn und so weiter. Aber was letztlich interessant ist, ist tatsächlich, wie sehr wir uns selbst auch wieder beeinflussen können. Weil wir werden ja ständig beeinflusst. Eben wie gesagt, mit der Erziehung und so weiter wird es nie in Frage gestellt. Und wir entwickeln da ein dickes Buch an Glaubenssätzen, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, so muss man sich verhalten und das ist so und sonst was und. Und diese Geschichten sind unglaublich spannend, sich zumindest irgendwann mal hinzusetzen und zu entscheiden, man muss jetzt nicht alle aufräumen und alle auflösen und alle in Frage stellen, aber man muss ich denke, es ist zumindest hilfreich, mal den Gedanken zu haben, ich bin, der ich bin, aber ich könnte auch ein anderer sein. Und die Frage ist jetzt, was will ich lieber? Will ich so sein, wie ich jetzt bin? Will ich ein anderer sein? Will ich der, dort? Also wo ist sozusagen, aber das braucht wieder diese Vorstellung, nach welchen Werten, nach welchem System will ich leben? Wie will ich leben? Also du sagst, das Gewissen sei was Erlerntes. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der sehr viel Gewalt war. Und ich habe als Kind diese Gewalt spontan als ungerecht empfunden. Ich sollte dies und das tun oder nicht tun. Ich wollte das aber nicht tun. Ich habe es nicht eingesehen und habe dann dagegen revoltiert, bin geschlagen worden und fand es trotzdem aber noch nicht richtig. Da hatte ich das Gefühl für Gut und Böse schon in mir. Und diese Gewalt, die war für mich nicht stimmig und nicht richtig. Und das ist für mich jetzt eher ein Beweis dafür, dass das Gewissen etwas ist, was schon im Menschen angelegt ist. Und wo kommt in deinem System dann die Liebe vor? Liebe oder Mitleid mit einem Lebewesen, wenn du jetzt jemanden auf der Straße überfährst und wegrennst und ohne ihm zu helfen, also finde ich schon irgendwie ziemlich schofel. Und dass man da ein schlechtes Gewissen dann danach bekommt, scheint mir gerechtfertigt. Ja, gerechtfertigt, genau. Okay. Ich lasse erstmal die anderen zu Wort kommen. Ich wollte sagen, dass ich glaube, dass
Gewissen ja auch erlernt sein kann, auch wenn du nicht alles mochtest, was deine Eltern gemacht haben. Also meine Eltern haben auch relativ viel komischen Quatsch gemacht so. Und auch mir viele Sachen beigebracht, die ich nicht gut fand, aber die meisten Sachen sind ja doch hängen geblieben. Also ich weiß nicht, wir sind alle die Kinder unserer Eltern und wir haben einfach alle beigebrachte Normen, also Normen beigebracht bekommen, also sowas, keine Ahnung. Aus der Luft gegriffen, und Homophobie, keine Ahnung, sowas. Das und in allen ist nicht, Schriften. Also zu Homophobie, da entscheidet sich ja kein Mensch aktiv, oder die meisten Menschen würde ich jetzt mal voraussetzen, entscheiden sich da ja nicht absichtlich zu oder haben sich das selber ausgedacht oder ihr Gewissen hat das, weil das von was auch immer gegeben ist, so ihnen eingesagt, sondern das liegt halt daran, weil, keine Ahnung, Männlichkeit in dieser Gesellschaft so super wichtig ist und das einfach uns durch sehr viele Normen und Sprachen einfach eingebläut wird. So. Ich weiß nicht, wenn ich in der Schule, in der Grundschule ständig das Wort schwul als Beleidigung und als negatives Wort höre, dann ist es logisch, dass man... Heutzutage heißt es, du bist blöd. Bist du schwul, heißt bist du blöd, oder? Nee, bist du schwul heißt, ob du homosexuell bist. Die sagen das aber, ey, bist du schwul? Die sagen das. Ja, eben. Aber genau das ist doch Homophobie. Wenn schwul sein mit doof. Das Wort heißt nicht mehr, dass du es mal warst, so geil auf mir was anderes bedeutet hat. Wenn jemand mir das zusprechen soll. Du hast ein Mädchen geküsst, du bist voll schwul. Kam auch öfters vor. Ja. Entschuldige, ich habe dir jetzt voll reingeredet. Sorry. Ja. Okay. Nee, nicht okay. Aber nee, ich meine, du gern mit deinem Punkt wird es weiter. Ihr dürft gern weiterreden. Okay. Achso, ich dachte, du willst noch was sagen. Jetzt nicht mehr. Okay. Genau, was wollte ich denn sagen? Ja, dass ich nicht glaube, dass dieses, also jeder hat schon ein Wertesystem in seinem Kopf, was irgendwie dort angelegt ist, aber das wird jetzt nicht dadurch großartig heraufbeschworen, dass einem selber Gewalt angetan wird, weil gerade bei Leuten, die auch viel Gewalt erlebt haben oder Ungerechtigkeit erfahren haben, ist es auch häufig so, dass sie auch anderen wieder Ungerechtigkeit antun. Und das ist dann genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich gesagt hast. Wieso? Ich habe es ja immer versucht, nicht weiterzugeben. Gerade eben nicht. Und ich habe es ja auch schon als ungerecht empfunden, auch schon als Kind. Ja, also okay. Ich glaube, da wird was vermischt. Also ich, aus meiner Sicht ist Gerechtigkeitsempfinden oder eine Wahrnehmung von Ungerechtigkeit nicht gleichbedeutend mit einem Gewissen. Also für mich sind das ein Stück weit getrennte Konzepte. Die Instanz, die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wahrnimmt? Gerechtigkeitsempfinden. Gewissen ist eigentlich ein Macht. Du hast dich hier ungerecht verhalten. Ja, muss es ja nicht. Ja, aber wie nennt man die Instanz, die entscheidet, das ist gerecht und ungerecht, weil das eine ist ja dann auch eher böse und das andere ist gut. Das Ungerechte ist schlecht und das Gerechte ist gut. Und es gibt eine Instanz, die das entscheidet, im Kopf oder irgendwo in der Seele so genannt. Wie willst du die dann nennen? Die moralische Instanz, kannst du dann sagen, oder eine ethische Empfindung? Ja, das hängt ein bisschen zusammen, es geht ein bisschen in die Richtung, aber aus meiner Sicht ist sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden basierend auf Mitgefühl ist angeboren und entwickelt sich normalerweise im Laufe des Lebens, also in relativ jungen Jahren schon zu sowas wie einem Gewissen, wo dann eine Menge Wertung reinkommt, die nicht von Anfang an da war. Also zum Beispiel habe ich jetzt bei dir ganz stark rausgehört, dass gut ist, was dich dazu bringt, dich gut zu fühlen. Das ist irgendwie... Naja, nein, also das war eigentlich nur der zweite Aspekt. Also wenn ich sehe, dass irgendein Wesen Leid empfindet, dann habe ich den Drang, das zu beenden. Also deswegen würde ich mich dann schwächen. Aber um dich gut zu fühlen, so kam es bei mir an.
naja, was heißt, um dich gut zu fühlen, das kann man jetzt nicht so utilitaristisch sehen. Das ist einfach so, wenn ich es nicht täte, würde ich mich sehr schlecht fühlen. Ich meine, es klingt ja schon fast so, als wenn der Mensch, der jetzt das Gute sucht, verurteilt wird, weil er sich dann danach gut fühlt. Ja. Ja. Also es ist auch, also es ist auch definitiv ein Problem heutzutage. Also dass viele Menschen, die in Anführungsstrichen Gutes tun, in erster Linie in Anführungsstrichen Gutes tun, um sich gut zu fühlen. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich, das, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das auch und empfinde das auch oft so, dass die jetzt in einem anders gemeinten Sinne gut Menschen sich vor allem gut fühlen wollen, die Sozialbimbos, wie man oft auch sagt. Sagt man das. Aber das ist für mich was völlig anderes, als wenn jemand jetzt ein Tier auf der Straße findet, das angefahren worden ist und es einsammelt und zum Arzt bringt. Hm. Und der sich danach ganz schlecht fühlen würde, wenn er das nicht gemacht hätte. Das ist aber doch genau ein guter Punkt, weil das ist ja, die Frage ist ja gar nicht, ob das gerecht ist oder ungerecht. Helfen die nur. Weil das erleichtert vielleicht sein Gewissen, wenn er es zum Arzt bringt, aber ist es vielleicht gerecht? Ist es der Natur gerecht gegenüber, das Tier zu retten? Das ist eine Frage, die kannst du selber nicht entscheiden, aber dein Gewissen sagt, dass es besser ist, das Tier zu retten. Und dann ist es ein ganz großer Unterschied zwischen dem Gewissen und der Gerechtigkeit. Ja, ich habe jetzt auch nie die Gerechtigkeit so reingebracht. Ich werde das gleich nochmal aufgreifen. Ich nehme euch beide noch und dann schaue ich, dass ich das da ein bisschen versuche zu entwirren. Also ich bin sowohl beim Gerechtigkeitssinn als auch beim Gewissen, glaube ich, dass wir das meiste erlernen. Ich glaube, dass wir als ein leeres Blatt auf die Welt kommen und Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit erlernen. Das heißt, wenn wir Eltern haben, die sich sehr gut mit Banküberfällen oder sonst irgendetwas, was jemand als ungerecht ansehen kann, aufwachsen, dann lernen wir, damit kommt man gut durchs Leben. Währenddessen, wenn jemand abends dann ARD guckt und sieht, solche Dinge, da sterben Menschen oder da werden Menschen erschossen, und die würden das dann irgendwie anders empfinden. Das heißt, im Großen und Ganzen glaube ich, weil wir ein leeres Blatt sind, werden wir solche Dinge erlernen und nicht, dass in irgendeiner Form das schon da ist. Also ich würde sagen, erlernt man Prägung, die Prägung für unser Leben. Ne? Wobei ich mich frage, wie es kommt, dass es immer wieder Menschen gibt, die in sozialen Situationen aufwachsen, wo man denkt, da müsste eigentlich alles schief gehen und es werden die wundervollsten, also ethischsten Menschen so überhaupt. Und da ist natürlich irgendein Faktor mit drin, den man nicht fassen kann in irgendeiner Form, der diese Menschen eben anders macht als die nebendran leben. Aber das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ja, also, aber genau, also das ist... Ich würde sagen, es kommt darauf an, wenn man in der Familie aufwächst mit mehreren Personen, dann muss sich jeder so seinen Platz in der Familie suchen. Wenn es da Stärkere gibt, macht man den Schwächeren. Ich denke, das ist so ein Lernprozess auch in der Familie oder unter mehreren. Wenn man natürlich als ein allein aufwächst, ist das auch ganz anders, wie wenn man zu mehreren aufwächst. Dann muss man Positionen besetzen, die noch nicht besetzt sind in der Familie. Es können nicht zwei Stadien gleichzeitig sein. Ja, dann versuche ich mal den Einstieg wieder zu machen in das nette Thema Gewissen, gerecht, womit fühle ich mich gut und weil letztlich es sind ganz viele Sachen, die ineinander fließen. Vor allen Dingen das Spannende ist, wo fangen die Bausteine an zu funktionieren? Also im Endeffekt, ob etwas gerecht ist oder nicht und ob es als solches empfunden wird oder nicht, das ist ein riesenschwammiger Begriff. Und das liegt im Endeffekt schon daran, im Endeffekt ich komme wieder zu diesem Thema innere Freiheit und das Thema Werte. Das heißt, wenn ich nicht klar habe, was tatsächlich meine Werte sind, und im Zweifelsfall habe ich auch immer noch widersprüchliche Werte. Das heißt, ich finde es auf der einen Seite gut, wenn das und das passiert, auf der anderen Seite finde ich es
sonst von wegen, ich finde es zwar gut, wenn die da ein paar aufs Maul bekommen, weil ich sozusagen das, aber eigentlich lehne ich Gewalt ab. Das heißt, es gibt sozusagen auch, es gibt Bereiche, wo ich letztlich immer wieder im Konflikt stehe, wo ich merke, also das begegnet uns tagtäglich, wir kommen immer in Konflikte mit irgendwelchen Werten. Das heißt, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, mir ist es wichtig, zum Beispiel sich Zeit für einen bestimmten Freund zu nehmen oder sich überhaupt Zeit für Freunde zu nehmen, ist mir zum Beispiel dann wichtig. Und auf der anderen Seite ist es mir wichtig, pünktlich zu sein. So, jetzt habe ich das Problem, ich habe einen Termin. Der Freund braucht jetzt gerade einen Schulter zum Ausweihen und in einer halben Stunde habe ich versprochen, irgendwo anders zu sein. So, jetzt kriege ich das Problem, was ist jetzt wichtiger? Ich muss abwägen. Sage ich jetzt dem anderen ab und sage, ich komme später oder schaue ich, dass ich dann zu schnell fahre, das heißt, ich mache rase durch die Stadt, um im Endeffekt an den anderen Ort, oder. Das heißt, wir kommen tagtäglich in Situationen, wo wir merken, ich will zwei Sachen gleichzeitig, die ich ganz einfach nicht gleichzeitig hinbekomme. Und dieser Wertekonflikt, das ist im Endeffekt Menschsein. Weil tagtäglich musst du abwägen, was ist mir jetzt wichtig, wo lege ich jetzt eine Priorität drauf und wie, mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden setze ich es um. Und im Endeffekt, je klarer ich habe, von wegen, warum fühle ich mich jetzt im Endeffekt in der Zwangsjacke, weil ich da und da helfen will oder da und da meine Sachen erfüllen möchte. Und je klarer ich das habe, desto einfacher kann ich damit umgehen. Je abstrakter das Ganze wird, so von wegen, eben so Kindererziehung, von wegen, teilen ist gut, sozusagen Egoismus, alles für dich haben wollen, ist schlecht. Wenn ich das nicht klar habe, dann ist zum Beispiel, wenn ich eine Belohnung, zum Beispiel eine Beförderung, irgendwie eine Belobigung oder sonst was bekomme, fühle ich mich schlecht, weil ich da sozusagen aus der Gruppe herausgehoben werde und gelobigt werde von der Gruppe, obwohl ich weiß, dass es eine Gemeinschaftsleistung war. Das heißt, da kommt dann dieses Diffuse, weil mir nicht klar ist, okay, warum fühle ich mich jetzt unwohl, wenn ich da gelobt werde vor der Gruppe? Weil ich merke, dass da diese Widersprüche nicht klar sind. Und das ist aus meiner Sicht im Endeffekt mit dem Gerechtigkeitsempfinden und Aspekt und so weiter lässt sich eh nichts diskutieren. Weil es ist von Mensch zu Mensch, von Situation, von Zeitpunkt, von heute zu morgen, ist es ständig im Wandel, ständig im Fluss, ständig anders. Das heißt, was sich viel sinnvoller diskutieren lässt, sind Werte. Das heißt, warum ist es dir wichtig? Zum Beispiel Pünktlichkeit. Mir ist es wichtig, dass ich im Endeffekt pünktlich bin, damit ich nicht die Zeit von anderen beanspruche, dass er nicht auf mich warten muss, weil ich das nicht in Ordnung finde, jemanden warten zu lassen zum Beispiel. Ist auch zu Ende? Frag lieber gleich dazwischen, weil es könnte noch ein Weilchen dauern. Ja, mit diesen Werten oder dann mit der Gerechtigkeit, die jeder subjektiv empfindet. Es gibt bei allen Kulturen sowas Ähnliches wie diese 10 Gebote und da steht eben einfach zum Beispiel drin, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht habsüchtig sein oder irgendwie solche Dinge. Und ich finde, das ist schon was ganz Grundlegendes. Also mit dem Töten, dass man das nicht tun soll, ich finde, das ist schon ein Gerechtigkeits-, hat auch mit dem Gerechtigkeitsempfinden zu tun, ist ein Wert, den alle Menschen irgendwie schon haben, außer sie sind vielleicht psychopathisch oder da ist irgendwie im Hirn was, da fehlt diese Brücke irgendwie, ich glaube, über den psychopathisch. Ich versuche es gleich aufzugreifen. Ich wollte nur widersprechen, dass das nicht in allen Kulturen so ist. Genau. Erstmal zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Mongolen, so die Reiterstämme und so weiter vorstelle, für die war es üblich, im Krieg zu sein und sozusagen auf dem, eben gegen Feinde ehrenhaft zu kämpfen. Das heißt, da kann es per se nicht stimmen, dass sozusagen das Töten von Menschen nicht legitim ist. Aber es muss sozusagen im richtigen Rahmen passieren. Also das nur das sein. Im richtigen Rahmen, also und, nicht einfach so. Ja, aber das ist im Endeffekt das, was wir heute auch haben. Trotz der 10 Gebote gab es Feldzüge und zum Beispiel das Christentum, was seine Kreuzzüge gemacht hat, und da sind die natürlich darauf ausgegangen, dass sie auch Menschen dabei töten werden. Das heißt, es gibt keinen absoluten Wert. Es gibt nicht das Absolute, von wegen sozusagen, Leben ist sozusagen absolut schützenswert und darf niemals getötet werden. Wir verstoßen tatsächlich dagegen. Und irgendwann wird es auch Situationen geben, Thema diese netten Beispiele, von wegen, bist du bereit, eine Weiche umzustellen, um im Endeffekt das Leben der Menschen im Zug zu retten? Dafür wird einer auf der Weiche umkommen. Diese Beispiele sozusagen, sich mit denen zu beschäftigen, ist die Frage, wir sind da in einem Dilemma, wir kriegen nur eine schlechte Entscheidung. Weil entweder ich lasse ihn im Zug sterben oder ich lasse ihn auf den Gleisen sterben. Ich habe sozusagen nicht mehr die wunschgemäße Option zu sagen, es stirbt keiner. Und mit diesen Situationen, je klarer ich mich im Endeffekt mit sowas auseinandersetze, je klarer ich her, okay, was ist sozusagen dieses Gefühl, dieses Unwohlsein dabei? Weil wenn ich es nicht weiß, dann dauert es erstmal eine ganze Weile, bis ich im Endeffekt auf die Glaubenssätze zurückkomme. Die unser Gewissen bilden. Das, was unser Gewissen ausmacht, sind letztlich Glaubenssätze, die uns nicht mehr bewusst sind.
Weil sonst wüsste ich genau warum, weil könnte ich gesagt, da springt mein Gewissen an und zwar genau mit der Regel XY. Weil die ist sozusagen eingetrichtert, die ist eine dieser Zeilen, eben die 10 Gebote, das sind, die sind irgendwann so verinnerlicht, dass jemand vielleicht nicht mehr in der Lage ist, nach dem Motto auf einen Menschen zu schießen, egal aus welchem Grund. Nicht, weil er ihn vielleicht einfach umbringen sollte, vielleicht will er jemand anders retten und so weiter. Die Frage ist, je klarer ich eben für mich habe, was in mir da rumgebuchert ist, sozusagen, aufgrund der soziokulturellen Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, desto eher habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann die entweder glatt ziehen, zu sagen, okay, zumindest innere Widersprüche aufzulösen, oder dann den Schritt weiterzugehen, zu entscheiden, ist das wirklich ein Wert, den ich haben will? Zum Beispiel Thema Märkte, Thema Arbeitsplätze. Wenn wir heute im Endeffekt rausgehen und sagen, okay, was wäre jetzt die Option? Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze oder Arbeitslosigkeit? Ist Arbeitslosigkeit ein erstrebenswertes Ziel? Verklicker mal den Leuten da draußen und stell dich hin, ja, Arbeitslosigkeit für alle ist doch ein tolles Ziel. Was? Nein, was? Um Gottes Willen, da bricht doch alles zusammen. Aber das enthält die Sache. Wenn die nicht mal annähernd klar haben, warum sie eigentlich an Arbeitsplätzen hängen, Thema Erwerbsarbeit, Thema Lohnabhängigkeit und Einkommen, Mietezahlungen und so weiter, Lebensmittel, wenn sie sozusagen die Kette nicht klar haben, dann kannst du mit denen darüber auch überhaupt nicht diskutieren. Ja, aber also ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass, also ich tendiere nämlich auch eher dazu, dass manche ein Gewissen oder sowas angeboren ist. Und dass es halt dann in den kriegerischen Völkern abtrainiert wird. Also genau das, was du jetzt sagst, 10 Gebote, nur eben umgekehrt, dass dann gesagt wird, ja, Krieg ist gut, aber vielleicht muss man andere Worte wählen oder sowas. Also vielleicht ist es ein Mitgefühl oder sowas, was mit anderen Lebewesen. Ich glaube schon, dass das da ist von Geburt an. Ich kann gleich. Also ich glaube, ich finde es schwierig zu sagen, dass das irgendwie Gewissen oder das Gewissen in manchen Völkern, in großen Anführungsstrichen, abtrainiert wird, weil ich glaube, dass zumindest so geschichtlich die meisten Völkernationen irgendwie Krieg geführt haben und Menschheitsverbrechen begangen haben. Und das hat ja meistens auch nicht unbedingt was mit Gewissen zu tun, sondern mit Machtstrukturen so. Natürlich ging es allen Soldaten oder den meisten Soldaten, die lebend aus dem Krieg rausgekommen sind, scheiße. Einfach weil es auch gegen deren Gewissen ging. Aber es lag jetzt ja auch nicht daran, dass, keine Ahnung, der Herrscher XY ein gutes Gewissen dabei hat, irgendwie in den Krieg zu ziehen, sondern das ist halt, weiß ich nicht, eine Nation, die auf Konkurrenz und auf Machtkampf aufbaut und deswegen Krieg führen muss, weil sie sonst keine Nation ist oder beziehungsweise als Nation als solche nicht überlebt. Aber beim Krieg führen sprechen wir ja schon eigentlich über Erwachsene und ich denke eher so an Kleinstkinder. Also wenn man jetzt denkt, dass ein Gewissen angeboren ist, dann müsstest du wirklich bei den Kleinstkindern gucken, wo noch keiner dran rumerzogen hat, wo noch keiner irgendwas dran gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass es ein angeborenes Gewissen gibt. Es gibt bestimmt Entscheidungsstrukturen, nach denen alle Menschen irgendwie versuchen, so durch ihr Leben zu kommen. Die sind aber halt bei allen Menschen sehr stark und vor allem die Wertung in diesen Strukturen ist, glaube ich, sehr, sehr stark durch Gesellschaft und vor allem Eltern und Elternhaus etc. geprägt. Verstehst du? Ich würde das gleich auflösen, weil ich habe zumindest eine Erklärung, die ich euch anbieten kann, die beide Einstellungen miteinander verbindet. Noch eins noch? Also, nachdem es jetzt diese 10 Gebote gibt, in allen Variationen bei verschiedenen Völkern, vielleicht nicht bei allen, in denen immer steht, du sollst nicht töten. Es aber seit Anbeginn der Menschen den Krieg gibt, muss man doch erklären, warum es dieses Gebot, du sollst nicht töten, dann überhaupt gibt. Es klingt schon so, als wenn der Mensch durch diesen Sündenfall beim Christentum, in anderen Religionen wird es irgendwie anders erklärt, dass da irgendwas passiert ist, weswegen dieses Gebot plötzlich außer Kraft gesetzt wird und das ist dann eben einfach in Anführungszeichen etwas, was gegen das Gewissen geht und böse ist. Sonst könnte man dieses Gebot ja rausnehmen.
komme ich gleich dazu dann. Also, es gibt bei bestimmten Naturvölkern und später auch viel früher in der Steinzeit in matriarchalischen Gesellschaften, die kannten weder Krieg noch Waffen. Also gut, so Landfischer und Jäger, da hatten sie schon gewisse Instrumente, aber sie kannten das nicht, um Menschen zu töten. Ich glaube, dass das ziemlich kulturabhängig ist. Wenn jetzt beispielsweise diese 10 Gebote eingesetzt werden, da sagen die doch gleichzeitig, da stimmt doch was nicht, wenn die sich gegenseitig umbringen. Nur mal als Idee. Ich wollte was über das Töten sagen, und zwar, ich spiele ganz gerne Computerspiele und da geht es viel darum, Menschen zu töten, und damit habe ich normalerweise überhaupt kein Problem, solange ich mit diesen Menschen keine Geschichte verbinde. Wenn es einfach nur, wenn ich die Person da gerade nur in einem Kontext sehe, die schießt irgendwie auf mich oder hat eine andere Uniform, dann ist es kein Problem für mich, auf die zu schießen. Sobald ich aber eine Geschichte dazu habe, idealerweise eine irgendwie positiv besetzte, ist, auch wenn es nur ein virtuelles Leben ist, ist es für mich ganz, 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 ganz schwierig, oder ist eine ganz, ganz große Hürde, das auszulöschen, die eben nicht da ist, wenn dieser Kontext nicht da ist. Also um im Endeffekt das ein bisschen aufzugreifen, weil was sehr spannend in dieser Hinsicht ist, von wegen inwieweit Kinder ein Gewissen haben. Das Spannende ist die Spiegelneuronenforschung. Das heißt, wenn du dir das anschaust, wir sind sehr früh in der Lage, sozusagen das vermeintlich zu empfinden, was der andere durchlebt. Das heißt, wenn dem anderen Schaden, Schmerz zugefügt wird, das berühmte, wenn sich jemand mit dem Hammer auf den Daumen haut, dass wir dann selber so diesen Schmerzimpuls fühlen. Natürlich haben wir den Schmerz nicht gehabt. Aber aufgrund der Spiegelneuronen sind wir sofort in der Lage, im Endeffekt das sozusagen selbst sozusagen zu empfinden, was wir empfunden hätten, wenn wir uns jetzt da drauf gehauen hätten. Und auf der Basis ist sozusagen etwas Entferntes, was man vielleicht später als Gewissen transportieren kann, da. Weil natürlich, wenn Kinder dann merken, dass dem jetzt sozusagen irgendetwas zugefügt wird, dem Kleinkind wird das Spielzeug weggenommen, dann weiß das andere Kind, ob das andere jetzt anfängt zu weinen oder nicht, in dem Moment, wo es sozusagen schon in der Lage ist, das letztlich über die Spiegelneuronen für sich selber zu empfinden, hat es sofort, das ist nicht in Ordnung, sozusagen, weil es ja selber dann diesen Schmerz, Leid, Verlust, was auch immer empfindet. Und das ist sozusagen so dieser erste Baustein, womit letztlich so etwas, worauf natürlich Gewissen nachher aufsetzt, wieder ansetzen kann. Mit den 10 Geboten würde ich sowas aber überhaupt nicht in Einklang bringen. Im Gegenteil, diese sozialen Normen, die sozusagen möglichst hoch angehängt werden, sozusagen von Gott gegeben, je enger und dichter eine Region bevölkert ist, desto stärker sind solche Sachen gesetzt worden. Weil wenn man im Endeffekt keinen Menschen begegnet, braucht man auch keine sozialen Regeln, wie man mit ihnen umgeht, weil man ihnen begegnet ihn ja nicht. In dem Moment, so wie wir hier in einer Großstadt leben, wenn es sozusagen für uns als Kultur üblich wäre, jeden Dritten, der gefällt mir nicht, den erlege ich jetzt, so von wegen, wir sind Jäger und Sammler und jeden Zweiten erjagen wir halt oder so, dann würden Großstädte nicht funktionieren. Das heißt, wenn man sich das Ganze aus einem zivilisatorischen Entwicklungsprozess anschaut, ist es ganz klar, warum diese Regeln gesetzt worden sind. Das fängt an von wegen, achte dein Eigentum, nimm dem anderen nichts weg und so weiter. Weil letztlich steht dahinter wieder die Durchsetzung von Regeln, die nicht anerkannt waren. Also im Endeffekt im normalen Umgang miteinander entsteht sowas wie Eigentum nicht. Wie gesagt, es gab Gruppen, die zusammen Felder bewirtschaftet haben, Thema Allmende und so weiter. Da gab es ganz andere Umgangsformen. Da gab es nicht Ausschluss und von wegen, das ist meins und da darfst du jetzt nicht mehr drauf und so weiter. Aber letztlich sozusagen mit den Religionen und den Geboten und achte im Endeffekt das Hab und Gut deines Bruders, das ist ja auch eins in den Geboten, deine Ehefrau und so weiter, diese ganze Struktur der Ehe und so weiter, die damit instrumentalisiert wurde und überhaupt erstmal geschaffen wurde. Das heißt, warum sollte denn in einem Stamm, in dem sozusagen eigentlich der ganze Stamm zusammenlebt, Thema, ich glaube vorhin kam mal irgendwie das... ich weiß nicht, irgendwas mit offener Liebe oder Plurale, irgendwas in der Richtung. Aber jedenfalls, im Endeffekt diese zivilisatorischen Konzepte, dass wir sozusagen heute nur 1:1 Beziehungen haben dürfen, die ja immer noch aufrecht sind. In Deutschland oder in Europa? Je nachdem. Da ist sozusagen der Punkt zu sagen,
Das sind alle Strukturen, da sind auch Interessen damit verbunden gewesen. Es war sozusagen, diesen Rahmen zu setzen, in dem im Endeffekt diese Gesellschaft, wie sie heute ist, besser funktioniert, weil sie dann in Regeln geschoben wird, weil du Dinge nicht mehr in Frage stellst. Weil du stellst dann nämlich genau, dass du könntest ja im Endeffekt überhaupt keinen Staat machen, wenn sich die Leute sozusagen innerhalb des Staates immer noch umbringen können. Das heißt, du musst eine Idee setzen, die Nation ist das ein, sozusagen, dass wir sind die Gruppe und wir verteidigen uns nur noch nach draußen. Das heißt, das Töten findet nur noch nach außen statt. Und letztlich ist im Endeffekt die Frage, diese Widersprüchlichkeit, auch im Krieg, auch im Christentum, oder beziehungsweise auch vor dem Christentum in der Bibel, wo ja dort verschiedene Völker letztlich ausgerottet werden durften, damit das Land in Besitz genommen werden darf. Und dann aber wieder umgekehrt, du darfst nicht töten. Also im Endeffekt, diese Regeln funktionieren sozusagen nur auf einzelnen Strukturen und sie haben gewisse Ziele. Und gerade für Soldaten ist es letztlich, das Thema der Spiegelneuronen ist ganz entscheidend, letztlich um einen Soldaten zu einem wirklichen Killer zu machen. Es ist unglaublich schwierig. Im Ersten Weltkrieg war das noch, also da gibt es also nette Anekdoten von wegen, zu Weihnachten sind Franzosen und Deutsche aus den Gräben gekommen und haben zusammen Weihnachten gefeiert, bevor sie sozusagen zwei Tage später wieder aufeinander geschossen haben, weil es immer noch Menschen waren. Und das ist sozusagen das, was wir in der heute, in der modernen Kriegsführung haben, sozusagen das Töten wird abstrahiert zu einer Form eines Computerspiels. Das heißt, Menschen werden nicht mehr als Individuen, nicht mehr als Menschen wahrgenommen und damit werden sozusagen diese Funktionsweise der Spiegelneuronen. Weil, also ich weiß es nicht, wer von euch schon mal in der Lage oder in der Notwendigkeit war, überhaupt eine Waffe zu halten. Und die Frage ist, die Vorstellung, dass sozusagen vor dem Lauf eurer Waffe ein Mensch steht, der, wenn du jetzt abrutschst, tot sein wird, dann abzudrücken, und zwar ohne irgendwie Affekt oder irgendwas, sondern wohl überlegt zu sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung über Leben und Tod. Das ist unglaublich schwer, weil wenn im Endeffekt eure Spiegelneuronen funktionieren, dann werdet ihr ganz genau wissen, was es für den anderen bedeutet zu sterben, weil ihr könnt euch diese Sachen vorstellen und ihr werdet das sofort, also diese Spiegelneuronen sind unglaublich wichtig für das soziale Zusammenleben, deswegen sind wir als Gruppe, denke ich, auch so erfolgreich, weil wir in der Lage sind, über diesen sozial zu sein, weil das das sind doch außer Kraft gesetzt in unserer Gesellschaft, die Spiegelneuronen. Es gibt Mechanismen, die im Endeffekt darauf hinwirken, dass sozusagen das entfremdet wird, aber es geht eben gerade nicht. Also die meisten Menschen in dieser Gesellschaft sind nicht darauf geeicht oder hat man es nicht geschafft, die Spiegel, weil im Endeffekt, wenn du einen Menschen siehst, der leidet, wirst du immer noch etwas empfinden. Und solange das nicht abgeschaltet ist, solange diese Empfindung... Es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, Equilibrum oder so ähnlich. Da geht es genau in diese Richtung. Da ist sozusagen eine postapokalyptische Gesellschaft und der Hauptkern ist, den Menschen sind alle Emotionen durch Drogen unterdrückt. Das heißt, sie sind zu keinerlei Emotionen mehr in der Lage. Equilibrium. Und das ist im Endeffekt die Sache, dieses Spiegelneuron, die im Endeffekt die Empfindsamkeit, also ich sage immer diesen Begriff Mitleid nicht, weil es geht mir nicht um Leiden, sondern im Endeffekt Empathie, das im Endeffekt wahrnehmen, was der andere empfindet oder zumindest versuchen, das nachzustellen und zu glauben, was der andere empfindet. Dann, das ist das, was uns im Endeffekt als Gruppe auch zusammenschweißen kann. Und da ist immer eben diese ganzen Geschichten, die aufgebaut wurden von wegen, der gehört nicht zu uns. Egal, ob man das jetzt im Endeffekt auf der Homo-Seite macht, ob man das auf der nationalen Seite macht, ob man das auf der rassistischen Seite macht. Egal was, ich definiere ein Innen und Außen und sozusagen die ich nach außen definiere, für die wird sozusagen mit Mitteln der Propaganda in irgendeiner Form, was über die erzählt wird, werden die Spiegelneuronen runtergefahren. Das heißt, es wird sozusagen durch immer irgendwelche Impulse, sei es, dass sie als Feinde, sei es, dass irgendwelche Sachen dadurch propagiert werden, damit erzeuge ich letztlich sozusagen den Bruch. Das heißt, sie werden ja letztlich immer weniger zu Menschen gemacht. Und das, wenn man sich die Politik heute anschaut, wie oft wird gesagt, das sind keine Menschen. Das sind, die gehören nicht zu uns. Die gehören nicht dazu. Das, was die machen, ist nicht in Ordnung. Und im Endeffekt, egal zu welcher Seite, egal zu welcher Richtung das stattfindet, ist genau das Problem, in dem Moment, wo ich Menschen anfange auszugrenzen, ist die Gefahr da, dass ich die irgendwann erledigen lasse. Dass die sich erledigen lassen? Nein, dass sie erledigt lassen. Weil immer die Sache ist, wenn ich jemanden ausgrenze, statt ihn zu integrieren, heißt es, ich schiebe ihn ja weg. Und die Frage ist, was mache ich dann mit ihm? Ja. Weil wenn ich den draußen stehen habe, was passiert dann damit? Ich grenze ihn aus. Und die Frage ist irgendwann, ob der Graben zwischen beiden Gruppen so groß wird, dass es sozusagen nur noch ein Entweder-Oder gibt.
Und das ist sozusagen die Befürchtung, das ist die Befürchtung für unser Staat oder für unsere Gesellschaft, wo ich merke, da ist keine Kommunikationsbereitschaft mehr zustande. Das heißt, man vergräbt sich jetzt schon so sehr im Graben, also, und ich weiß nicht, ob man sich da vorbereitet oder wozu oder was das werden soll. Weil letztlich für mich ist das Wichtigste immer noch, in Kommunikation zu kommen, mit Leuten in Dialog zu treten. Egal wie krude die Ansichten sein werden, wenn ich sage, raus mit dir, weil deine Ansichten passen mir nicht, werde ich mit Sicherheit keine Veränderung herbeiführen. Ja, sicher auch so. Na, was mache ich denn, wenn der einen mir Gewalt antut? Was mache ich dann? Und sagt, ja, dann sage ich, okay, wenn du mir Gewalt antust, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Also die Gewaltfrage ist für mich eine ganz einfache. Erstmal, warum sollte ich auf eine Gewaltandrohung in irgendeiner Form reagieren? Die Sache ist, wenn er anfangen will, mir tatsächlich Gewalt anzutun, dann werde ich reagieren, indem ich abwehre oder indem ich im Endeffekt mich dann in irgendeiner Form schütze. Was die Schutzmaßnahmen sind, werde ich im Einzelfall entscheiden. An der einen Stelle mag es sein, dass sozusagen ich drei Leute hinter mir habe, die dann hoffentlich den einen abschrecken. Wenn die Gruppen größer werden, dann brauche ich halt andere Strategien. Aber im Endeffekt auf eine Gewaltdrohung mit dem Kommunikationsabbruch zu reagieren, ist im Endeffekt, es ist zu früh. Solange Gewalt nicht stattfindet, muss ich doch nicht so tun, als würde Gewalt stattfinden. Ja. Also ich glaube, auch eine Gewaltandrohung kann Gewalt sein. Ja, eine Gewalt. Und also du hast es bestimmt nicht so pauschal gemeint, aber du hast gesagt, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, Leute auszuschließen. Also wenn wir irgendwelche Leute ausschließen, dann kommen wir zu gar nichts, was ich so nicht unterschreiben würde, weil ich es, glaube ich, manchmal wichtig finde, Leute auszuschließen, einfach zum Beispiel Menschen, die bestimmte Erfahrungen nicht haben, oder Leute, die Gewalt antun, auch wenn sie sie nur androhen. Natürlich sollte irgendwie das schlussendliche Ziel sein, mit allen Menschen in Kommunikation oder in, ich weiß nicht, in einer wie auch immer gearteten Miteinander zu leben. Aber wenn das halt nicht geht für mich oder für meine Zusammenhänge, dann müssen die Menschen halt raus. So. Aber wohin? Genau, keine Ahnung, nicht da, wo ich bin. Genau, also im Endeffekt das Spannende ist, aus dem Blick der Freiheit ist letztlich erstmal, ab wann beginne ich was zu tun? Das heißt, solange sozusagen der Schlagabtausch ohnehin noch verbal ist, je besser ich im Rahmen der inneren Freiheit stabil bin, kann mir sozusagen Gewaltandrohung noch nicht wirklich etwas tun. Erst wenn ich im Endeffekt darauf einsteige, zu befürchten, dass diese Gewalt tatsächlich ausgeübt werden wird und ich dann glaube, dass ich da nicht sozusagen gegen vorgehen kann. Das heißt, ich habe innen bereits die Annahme, okay, ich bin dieser Gewalt ausgeliefert. Das heißt, ich habe die Fessel intern schon aktiviert. Dann muss die Gewalt nicht mehr ausgeübt werden, weil ich erlebe sie bereits. Und das heißt, das ist der Punkt. Je stärker ich das innen habe, desto mehr muss sozusagen im Außen passieren, um mich letztlich aus meinem Gleichgewicht, aus meinem Selbst zu kippen. Und dann ist die Frage, weil solange letztlich die Gewaltdrohungskarte nicht zieht, ist die Frage, ob ich in der Lage bin zu deeskalieren, das heißt die Gewalt rauszuziehen, oder ob ich letztlich nur auf Automatismus laufe und letztlich in die Gewaltschiene tiefer reingehe. Heißt das im Großen und Ganzen, die mit den größeren Panzern und den größeren Atombomben sind die freieren Menschen? Nein, ganz sicher nicht. Nein, weil im Endeffekt, wenn du die Waffen brauchst, bist du ja auf jeden Fall der unfreiere Mensch. Mhm. Weil im Endeffekt, weil ich brauche keine Waffe, um mich im Inneren frei zu fühlen. Wie gesagt, das Äußere ist nochmal die andere Frage, was tatsächlich eingeschränkt wird. Das heißt, die mit den Panzern können im Endeffekt mir von außen mehr Freiheit nehmen, als ich sozusagen ihnen in der Lage bin zu nehmen. Aber innerlich sind sie bisher nicht in der Lage, zum Glück. Also noch ist die Gehirnchirurgie und Gehirnforschung noch nicht so weit, tatsächlich hier einzugreifen und hier den Chip reinzusetzen, womit sozusagen tatsächlich das Innere in Gefahr kommt. Und das ist sozusagen auch für mich, also es gibt die Dystopien, die sozusagen überzeichnen, wie eventuell die Entwicklung sein könnte, aber die Vorstellung sozusagen, dass das Innere, diese innere Freiheit geschützt bleibt, ist, glaube ich, auch eine Illusion. Weil ich denke, die Technik wird weitergehen und wird auch dort, also so wie wir heute schon letztlich mit Ritalin oder sonst was die Kinder heute sozusagen in irgendeinen Zustand ruhig stellen, das ist ja auch schon ein Angriff, sozusagen ein Übergang von der äußeren Freiheit in die innere Freiheit. Weil tatsächlich in dem Moment, wo du in diese Gehirnchemie eingreifst,
beeinflusst du auch tatsächlich diesen inneren Aspekt. Vielleicht noch nicht mit echten Gedanken, also noch nicht so von wegen, dass dir da Gedanken reingegeben werden. Aber es ist aus meiner Sicht auch wieder etwas, die Technik wird weitergehen. Und solange, hier auch wieder dieser obere Punkt, ich habe Ethik nicht hingeschrieben. Was uns unglaublich immer noch letztlich seit Jahrtausenden fehlt, ist eine ethische Grundlage. Und da helfen zum Beispiel die 10 Gebote überhaupt nicht weiter, weil die 10 Gebote sind Gebote, sie entwickeln keine Ethik. Weil wenn ich eine Ethik hätte, dann würden sich sozusagen die Folgen, die für die 10 Gebote und, oder was damit erreicht wird, würden sich automatisch ergeben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Niels Dolland Welch kennt, Gespräche mit Gott. Bei dem ist es sehr spannend, weil der dreht die Gebote um. Der sagt, wenn du sozusagen zu mir als Gott oder was auch immer, wie man das etwas bezeichnen will, letztlich für mich sozusagen zu sich selbst gefunden hat, dann ist die Sache, dann weiß ich doch, dass ich nicht zum Töten bereit bin. Weil im Endeffekt es für mich keine Grundlage gibt zu töten, außer eben um mein eigenes Überleben in dem Moment zu sichern. Aber das ist keine Legitimation in irgendeiner Form vorausschauend zu sagen, ich habe das Recht zu töten. Niemals, es gibt keine Rechte. Es gibt keine Basis, auf der ich sagen kann, ich bin befugt dazu, eine Entscheidung über Leben und Tod zu treffen, über mehr als mein eigenes Leben. Selbst das kann ja in manchen Religionen ausgeschlossen werden, ob das Individuum entscheiden darf, ob es lebt oder stirbt. Weil im Christentum ist Selbstmord eine Todsünde. Ja. Wobei das wieder andere interessante Implikationen hat, aber das ist ein philosophisches Thema. Das ist keine Erklärung. Der Mensch macht Dinge, weil er sie machen kann. Der Mensch tötet, weil er töten kann. Der Mensch schlachtet Tiere, weil er Tiere schlachten kann. Er macht es nicht. Bitte? Er macht es nicht, weil er es kann. Er macht es, weil er bestimmte Zwecke damit verfolgt, nicht weil er es kann. Ja, aber geht nicht die. Also er nimmt sich das Recht heraus. Also er hat gerade gesagt, ich habe nicht das Recht. Aber was stattfindet, ist gerade, der Mensch nimmt sich diese Rechte einfach heraus. Das wollte ich damit sagen. Ja, genau, im Endeffekt, es gibt halt keine Legitimationsbasis. Das heißt, das Einzige, was ich sagen kann, ich tue es. Und je nachdem, wie die eigene oder die andere Ethik gestaltet ist, ist letztlich die Frage dann, stimme ich dem zu, ja, okay, ist es in Ordnung oder nein, ist es nicht in Ordnung. Und dann ist die Frage, wenn ich mit dem im Konflikt bin, verhindere ich dann, dass er weiterhin tötet? Und das ist im Endeffekt eine ganz große Frage, die jeder für sich beantworten muss. Wie ist es jetzt beispielsweise? Ich mache mal nur ein Beispiel. Es greift mich einer an. Mit einem Messer oder sonst was. Ja. Ich muss mich verteidigen. Ich möchte ihn aber nicht umbringen. Und er kommt ums Leben. Was ist das, die Frage? Ja, oder? Die Frage ist, ich wollte ihn ja gar nicht umbringen. Aber ich habe mich verteidigt und er kommt ums Leben. Die Frage ist die... Im Christlichen sagen sie, wenn der Linkshänder auf die Backe kriegst, halt auch die Rechte hin. Hätte sie sich umbringen lassen sollen. Naja, das, ich denke, das eine schließt das andere nicht ein. Sozusagen diese... Es ist ein schwieriger Wandel. Die Frage ist, wo ich da tatsächlich die Grenze ziehe. Weil die Sache ist, ich soll nicht im Endeffekt wie das Lamm zur Schlachtbank geführt werden. Also dazu muss ich nicht bereit sein, weil das würde ja auch keinen Sinn machen, weil dann würde ja im Endeffekt auch letztlich sozusagen diese ganze Ethik ausgerottet werden. Das macht doch Sinn. Also ich meine, dazu ist doch das Christentum da. Um die Leute zur Schlachtbank zu führen. Ja. Also im Endeffekt, da würde ich eben das wieder... Das ist doch genau der Sinn. Ja, da würde ich ja aber trotzdem unterscheiden, zumindest zwischen dem Christentum und einmal der institutionalisierten Kirche, wo das natürlich ein Machtinstrument ist und im Endeffekt die Leute zahm zu halten gegenüber der Jesusbewegung. Also das war gerade in einem anderen Buch, wo ich das gelesen habe, wo ganz klar unterschieden wurde, dass diese institutionelle Kirche sozusagen mit der ursprünglichen Jesusbewegung letztlich nichts zu tun hat. Und das heißt... Die Jesusbewegung ist sozusagen die ethische, etwas, was auch Richtung Freiheit und der Selbstverwaltung sozusagen geht, der Menschen, während die Kirche sozusagen die Instrumentalisierung einer Kultur der Schwäche ist. Das heißt, ich muss mich sozusagen aufopfern, ich muss im Endeffekt gehorchen, es gibt die übergeordnete Instanz, ich darf nicht selber denken, ich habe zu folgen. Und das ist im Endeffekt aber eben der Unterschied zwischen Institution und sozusagen das, was die religiösen Schriften letztlich auch bieten könnten. Aber das ist wieder die Frage, eben innere Freiheit schaffen. Das heißt, sich sozusagen das rausholen, das selber zu erarbeiten, nachdem ich leben kann. Also nachdem ich frei leben kann vor allem.
wenn es an der Stelle keinen weiteren Ansatzpunkt haben, dann würde ich es an der Stelle auch für heute schließen. Wir können ja uns so noch weiter unterhalten und danke euch auf jeden Fall für euren Dialog, für euer Dasein und Mitmachen. Also vielen Dank. Mhm.